Aufzeichnung? Jawohl, die Aufzeichnung läuft. Herzlich willkommen an diesem goldenen Oktober-Samstag, zumindest hier in Stuttgart ist das einer in Filderstadt, zu unserem DHH-Online-Seminar zum Thema Ernährungsberatung bei der Handgelenkskrankheit. Ich freue mich sehr, heute Tanja Ruschitzka an meiner Seite zu begrüßen. Sie ist im Handgelenk-Container in Ulm, macht dort Ernährungsberatung und hat sich bereit erklärt, heute Nachmittag als Referent zur Verfügung zu stehen. Das freut mich sehr. Hallo nach Neu-Ulm. Hallo zurück. Mich freut es auch sehr, hier zu sein. Dankeschön. Wir haben heute gerade eine kleine Begrüßungsrunde. Gebe ich gleich ein paar Tipps zur Technik für Sie als Teilnehmer, wie das funktioniert bei uns. Führt er gleich ins Thema über. Und Frau Ruschitzka hat eine Unterlage für Sie vorbereitet. Und wir haben wie immer viel Zeit für Fragen eingeplant. Nutzen Sie die Gelegenheit. Ich zeige Ihnen auch gleich nochmal, wie das alles funktioniert. Gegen Ende zeige ich noch was zum DHH-Infomaterial, was wir passend zum Thema anbieten. Das Ende ist abhängig von den Fragen, die reinkommen. Dafür nehmen wir uns die Zeit heute. 15.30 Uhr ist angestrebt. Was daraus wird, sehen wir später. Meinen Sie 15.30 Uhr, also nur 30 Minuten ab jetzt? 16.30 Uhr, Entschuldigung, ja, ich bin eins weiter. Ja, natürlich, eineinhalb Stunden, ja. Okay. Nee, so schnell sind wir nicht, eineinhalb Stunden. Muss ich mich beeilen? Nein, 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 okay. Das ist... Bin schon in der Winterzeit. Ah! Nein, bin ich nicht. Also, danke für Fragen, gerne jederzeit. Sie als Teilnehmer in diesem Online-Seminar sind bei uns weder sicht- noch hörbar, aber Sie haben in Ihrem unteren Bildschirmrand die Möglichkeit, über den Knopf F und A Fragen zu stellen. Nutzen Sie die Gelegenheit, die Fragen auch jetzt schon zu stellen, wie sie Ihnen kommen. Ich werde die Fragen dann später dann vorlesen in Ihrem Namen. Und Frau Ruschitzka wird darauf antworten können. Sie haben auch die Möglichkeit, diesen kleinen Haken zu setzen. Dann werden Ihre Fragen anonym gesendet, ganz wie Ihnen obliegt. Wir machen zwischendrin auch Umfragen. Das ist jetzt wieder aktuell in Corona-Zeiten. Es sieht dann so aus, dass man verschiedene Antwortmöglichkeiten erhält. Und dann kann ich Ihnen die Antwortmöglichkeiten, die an der Ergebnisse dann auch zeigen. Das sieht so aus. Und... wo ich schon davon spreche, das machen wir nämlich jetzt gleich, weil wir würden gerne mal wissen, wer ist denn heute dabei und einen kleinen Eindruck zu gewinnen, woher die Teilnehmer kommen. Jetzt sollten Sie eine Umfrage sehen auf Ihrem Bildschirm, aus welchem Bundesland Sie kommen. Das ist ein bisschen sortiert bei uns nach der DHH in unseren Landesverbänden. Ja, es geht schon los, wunderbar, das klappt. Ein bisschen mal suchen, manche Bundesländer sind versteckt, sind nicht alphabetisch hier. Wir würden gerne mal wissen, wer heute von wo uns zugeschaltet ist, um da ein bisschen einen kleinen Einblick zu bekommen. Das ist bunt gemischt aus der Republik, würde ich sagen. Schön. Ich bin noch eine kleine Chance. Vielleicht mag noch einer mitmachen. Die allermeisten haben schon. Ja, dann ist man hier länger auf die Folter spannen. Doch, einer hat noch. Ja, jetzt kann ich das auch zeigen. Also, das ist freigeben. Jetzt sollten Sie das sehen. Wir vermissen leider Berlin-Brandenburg. Da ist die Botschaft wohl nicht angekommen, dass wir heute Online-Seminar machen oder die wissen alles schon. Ansonsten bunt verteilt über die Republik von Bayern, Hessen, Nordrhein-Westfalen, aus dem Norden, Osten, hier aus dem Süden, alle dabei. Sehr schön, das freut mich sehr. Dann, um Sie auch ein bisschen mehr kennenzulernen, würde ich gerne auch noch diese Frage beantwortet wissen. In welcher Altersklasse sind denn heute unsere Teilnehmer? Wenn Sie da mal bitte auf die Spanne klicken, wo Sie hingehören. Das ist alles anonym übrigens, also ich werde das nie speichern. Wer ist hier? Wir werden auch gleich nicht den BMI abfragen, es ist alles. Alles ganz. Keiner muss sich wiegen. Nein, genau, nicht ein Kilogramm, genau. Das sieht aber schon gut aus. Das ist auch heute, das sind die 40 plus vertreten, zu denen gehöre ich auch. 40 plus, 50 plus, 60 plus. Okay, dann haben wir eine Orientierung. Die jüngere Generation nutzt wahrscheinlich auch das gute Wetter heute. Okay, einen habe ich noch. Dann, den würde ich gerne noch wissen. Wer ist denn heute dabei und ist Mitglied in der Deutschen Handgelenkhilfe und wer ist es noch nicht? Boah, boah. Jetzt bin ich geflasht. Das glaube ich ja nicht. Okay, das ist so eindeutig. wir haben ein Nicht-Mitglied, alle anderen sind Mitglieder. Das ist ja großartig, das ist super. Also diese Online-Seminare sind grundsätzlich für alle offen.
Mitglieder, wenn nicht Mitglieder. Und scheinbar haben wir auch Mitglieder schon gewonnen dadurch. Aber das ist ja großartig. Das so ein Ergebnis hat man noch nie, freut mich sehr. Dann mache ich auch die nächsten Seiten ganz, ganz kurz nur. Deutsche Anklingenhilfe, muss ich nicht mehr viel zu sagen. Wir sind die Patientenorganisation, Selbsthilfeorganisation. Uns gibt es seit 1970, wie unserem Logo entnehmen kann, seit 50 Jahren inzwischen. Regional vertreten durch Landesverbände und Gruppen wie Kontaktpersonen mit dem zentralen Büro, einer Beratungsstelle in Duisburg. Wir bieten Treffen für jeden, Infomaterial. Einmal im Jahr eine große Konferenz und quartalsweise erscheint unser Handling Kurier mit Neuigkeiten aus der Forschung, Erfahrungsberichten und aufbereiteten Fragen, die in der Geschäftsstelle ankommen. Wir haben eine Webseite, wo alles steht über uns. Den Kurier habe ich gerade erwähnt. Den kriegt man als Mitglied von uns per Post zugeschickt, gerne auch per E-Mail, als PDF, wer das möchte. Weitere Vorteile für Mitglieder sind, dass man finanzielle Unterstützung bekommen kann. Wir haben gerade jetzt in der Corona-Zeit haben wir einen Fonds aufgesetzt. Da können Leute, die in finanzielle Not geraten, können sich bei uns melden und können dort Hilfe anfragen. Die ist immer ganz unkompliziert dabei. Wir sind eine große Gemeinschaft. Wir freuen uns über jeden, der zu uns stößt. Auch sehr eng vernetzt mit den Huntington-Zentren, mit den Ärzten, Wissenschaftlern in Deutschland, auch mit Pflegeeinrichtungen, um einfach wieder da den Austausch zu fördern, was auf unserer Sicht wichtig ist. Und wunderbar, dass so viele heute Mitglieder sind, weil sie stärken unsere Stimme auch gegenüber Behörden und Verbänden. Das ist super. Wer es noch nicht weiß oder nicht gehört hat, ich mache keine Werbung für Amazon. Nur wer schon bei Amazon kauft, kann, indem er über einen anderen Einstiegslink zukünftig kauft, kann er einen kleinen Teil der Spende, der Einkaufssumme für die DHH spenden. Das erhöht nicht den Einkaufspreis bei Amazon, sondern Amazon gibt uns das Geld und darüber sind wir sehr dankbar. Und wer da mitmachen möchte, vielleicht jetzt in der Vorweihnachtszeit, da einkauft, einfach den anderen Link benutzen, die DHH auswählen als bevorzugte Organisation und monatsweise kommt dann das Geld bei uns an, was uns auch mal wieder gut tut. Das wollte ich vorweg sagen. Unten 15:30 bitte ignorieren. So war es nicht gedacht. Thema heute heißt ja Ernährungsberatung bei der handlenkenden Krankheit. Wir hatten vor einiger Zeit, ich mache es mal wieder groß, dann sieht man mich. Wir hatten vor einiger Zeit ein Seminar, da ging es, Fokus waren Genträger. Was kann man heute schon tun, um sich fit zu halten, sein Gehirn fit zu halten, von Dr. Lange. Sehr wissenschaftlich aufbereitet, fundiert aufbereitet, gut. Mit vielen Informationen auch, was kann man heute schon tun, welche Ergebnisse gibt es da aus der wissenschaftlichen Seite, mit vielen aber auch Praxistipps dabei. Letztendlich kamen wir zu der Überlegung, wir hätten es gerne noch ein bisschen habhafter, das Thema Ernährung bei Huntington. Dann ist mir eingefallen, ich bin ja selber im Huntington-Container in Ulm, ich habe da schon mal Flyer gesehen, das ist schon ein paar Tage her, das war ihre Vorgängerin damals noch, die einen angeboten hatte. Von daher habe ich dann damals auf einigen Wochen, Monaten den Kontakt zu Ihnen gesucht, Frau Roschitzka. Habe dann einfach mal angefragt, aus dem Blauen heraus, können Sie sich das vorstellen, ein Online-Seminar zu dem Thema anzubieten? Ich erfahre heute ist Ihre Premiere, von daher super, dass Sie das mit uns machen, das ist toll. und danke, dass Sie sich bereit erklären, das Thema für uns mal, ich habe schon gesehen, Sie haben sich aufbereitet, sehr viel Mühe gegeben schon, einfach noch mal ein bisschen näher zu bringen. Was bedeutet Ernährung bei Handlenkenkrankheit? Worauf sollte man achten? Was sind Tipps? Ich habe auch schon gesagt, Sie wollen was in die Kamera halten. Da bin ich auch sehr gespannt drauf. Wir freuen uns auf den Vortrag und wir machen es auch wieder so, wenn Fragen da sind, wir auch mal eine Pause machen, dann können Sie mal durchschnaufen. Wir gucken auf die Fragen und kümmern uns dann um die zu beantworten. Sie können gerne erst noch ein bisschen was zu sich sagen. Ich habe auch eben gesehen, Sie sind nicht nur in Ulm, sondern Sie haben noch ein anderes Standbein, nicht nur in der Uni Ulm. Gerne was nochmal sagen und dann den Bildschirm teilen. Wir freuen uns auf Ihren Beitrag. Okay. Ja, herzlichen Dank auch für die Einladung. Es freut mich sehr, dass ich heute dieses Webinar eben auch unterstützen kann mit meinem Input. Wie schon angekündigt, mein Name ist Tanja Roschitzka und ich bin Diätassistentin oder Ernährungsberaterin und ich arbeite in der Uniklinik Ulm in der Huntington-Ambulanz. Und dort betreue ich eben unsere Patienten, wenn es Probleme mit dem Gewicht gibt, mit der Ernährung, Fragen vorab. Und das ist im Moment dort meine Hauptaufgabe. Zusätzlich habe ich noch, wie Sie schon gesehen haben, in meinem E-Mail-Anhang ein zweites Standbein. Ich bin auch noch selbstständig tätig und habe in Ulm eine Praxis
wo man mit ganz verschiedenen Ernährungsproblemen eben auch zu mir kommen kann, ob das jetzt eine Unverträglichkeit ist oder eine Allergie oder nach einer Operation, spielt keine Rolle. Mein Hauptfokus oder meine Spezialisierung liegt hierbei aber auf die Essstörungen, also eher so ernährungspsychologische Seite, genau, Magersucht, Bulimie und diese Geschichte. Aber hauptberuflich bin ich in der Uniklinik Ulm. Ja, so viel zu meiner Person. Ich bin nicht nur Ernährungsberaterin oder Diätassistentin. Meine erste Ausbildung war Konditorin. Das heißt, ich weiß auch, was schmeckt und wie man Dinge hochkalorisch zubereitet. Und es ist nicht immer nur gesund. Und das finde ich auch immer ganz wichtig, dass, ja, dass man eben so ein gemischtes Verhältnis zum Essen hat. Das muss nicht immer zu 100% gesund sein. Jawohl. Soll ich dann die Präsentation einfach gleich starten? Genau, wenn diese teilen, genau, ja. Okay. So. Unten auf den grünen, genau. Genau. Da kommt gleich was. Oh, ist es nicht da? Sehe ich mich? Sehen Sie es? Ja, jetzt ist noch im genau. Können Sie in dem oberen Bildschirmrand wieder Ihre Kamera einschalten, in diesem Steuerungsbereich? Ja, mein Mikrofon kann ich anmachen, aber mein... Jetzt ist die Kamera wieder aus. Ja, ich mache sie gleich an. Jetzt müsste sie wieder an sein. Jetzt ist es, genau. Jetzt ist mit Bild, genau. Jetzt mal auf PowerPoint bitte, genau. Ich hoffe, sie bleibt an. Sehen Sie die PowerPoint? Ja, jetzt haben wir beides. Wunderbar, so läuft's. Dankeschön. Okay, super. Also, wie schon angekündigt, die Präsentation oder der Vortrag geht heute um die Ernährung bei der Huntington-Krankheit. Ganz vorab habe ich zwei Folien für Sie mitgebracht, die generell für gesunde Ernährung sind, unabhängig, ob ich jetzt an der Huntington-Erkrankung erkrankt bin oder nicht. Und hier sehen Sie jetzt auch nochmal vorab die Gliederung, um was es jetzt nochmal speziell geht. Grundlegendes zur Ernährung und der Herausforderungen bei der Erkrankung. Die Mangelernährung spielt eine ganz, ganz große Rolle und auch die Gewichtsabnahme. Was kann ich dagegen tun, wenn ich feststelle, dass das Gewicht nach unten geht? Also welche Möglichkeit habe ich mit meiner Lebensmittelauswahl, meinen Körper zu unterstützen? Was kann ich machen, wenn ich zusätzlich auch noch unter einer Schluckstörung leide und es einfach die Nahrungsaufnahme dadurch etwas problematischer wird? Was gibt es für Hilfsmittel? Und auch ein Thema, was für viele Menschen nicht ganz einfach ist, aber ich finde, man sollte trotzdem darüber reden. Was passiert eigentlich bei einer Magensonde und wann wäre es wichtig, sich darüber Gedanken zu machen? Ich freue mich total auf alle Fragen, auf alle Ihre Fragen. Ich versuche und ich hoffe, dass ich alle gut beantworten kann. Und ansonsten dürfen Sie jederzeit auch E-Mails schreiben. Am Schluss der Präsentation habe ich meine E-Mail-Adresse nochmal hinterlegt und auch dann gerne die Telefonnummer hinterlassen. Und wir können auch nochmal persönlich über die Frage sprechen, je nachdem, wie viele Fragen wir eben heute durchbekommen. Okay, also Grundlegendes zur Ernährung und den Herausforderungen bei der Huntington-Erkrankung. Sie kennen vielleicht alle die Deutsche Gesellschaft für Ernährung. Die empfiehlt uns einfach eine allgemeine, bunte, abwechslungsreiche Ernährung. Und auch für Huntington-Erkrankte ist das eine gute Ernährung, die wir auf jeden Fall empfehlen können mit ein paar Einschränkungen. Sie sehen jetzt hier den Ernährungskreis. Den Ernährungskreis gibt es auch als Ernährungspyramide. Da ist er vielleicht ein bisschen bekannter und eingegliedert ist das quasi in die 10 Regeln der DGE. Und diese sehen wie folgt aus. Lebensmittelvielfalt genießen, was bedeutet das? Also essen Sie bunt, essen Sie abwechslungsreich. Versuchen Sie, dass Sie einfach verschiedenes Obst, verschiedenes Gemüse, verschiedene Getreideprodukte in Ihren Tag mit einfließen lassen.
Das macht auch Lust auf Essen, weil vielleicht kennen Sie das auch, wenn man 2, 3 Tage hintereinander dasselbe isst, weil man vielleicht ein bisschen zu viel davon gekocht hat, dann fällt es einem manchmal auch wirklich schwer, das am 4. Tag oder am 3. Tag immer noch genießen zu können. Dann braucht man es erstmal eine Weile nicht mehr. Deswegen Lebensmittelvielfalt einfach ausschöpfen und genießen. Da kann man sich auch wunderbar inspirieren lassen, jetzt auch Geschriften. Was auch wichtig ist, Gemüse und Obst. Man sagt, 5-mal am Tag sollte man Gemüse und Obst essen. Auch ich aber als Ernährungsberaterin oder Diätassistentin finde das manchmal nicht immer ganz einfach, diesem Punkt auch wirklich gerecht zu werden. Auch wenn man 4-mal am Tag Obst und Gemüse isst, ist es schon eigentlich eine gute Menge, ohne schlechtes Gewissen haben zu müssen. Und was ist eine Portion? Man sagt, eine Portion ist eigentlich alles, was in eine Hand das wäre jetzt zum Beispiel ein Apfel, eine Banane, wäre jetzt zum Beispiel eine Portion Obst. Natürlich passt eine Wassermelone auch in eine Hand rein, wäre aber dann doch ein bisschen viel. Also eine Portion eben eine Hand. Wir haben auch den Punkt Vollkornmehlen. Den habe ich jetzt hier unterstrichen und in Kursiv gedruckt, weil es eben hier ein paar Punkte gibt, die es zu beachten gilt. Da komme ich aber später nochmal drauf. Wenn man noch keine Probleme mit dem Schlucken hat oder dem Kauen hat, dann ist Vollkorn jederzeit willkommen. Sollte sich da im Laufe der Erkrankung was verändern, dann müsste man hier einfach auch nochmal ein bisschen aufpassen. Mit tierischen Lebensmitteln die Auswahl ergänzen bedeutet, dass auch tierische Lebensmittel erlaubt sind, wenn man es eben nicht allzu sehr übertreibt. Also in einem gesunden Maße. Ich habe vorher schon die Frage gesehen, was passiert, wenn ich zu viel Fleisch und zu viel Eier esse? Das ist immer die Frage, was ist zu viel? Alles in einem gesunden Maß ist in Ordnung. Wenn man sich jetzt sehr einseitig von Eiern und Fleisch ernähren würde, wäre es wahrscheinlich nicht so gut, da vielleicht andere Mangelerscheinungen auftreten könnten. Auch Fette sind wichtig. Ausreichende Pflanzenfette und auch ein Teil tierischer Fette. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung sagt auch Zucker und Salz einsparen. Auch hier wieder unterstrichen und kursiv, denn wenn man einen erhöhten Kalorienbedarf hat und an Gewicht verliert, sollte Zucker nicht die erste Wahl sein, um die Kalorien aufzupuffern. Aber es ist doch eine ganz gute Hilfe, die uns auch unterstützen könnte. Am besten Wasser trinken, stimmt auch, allerdings auch hier wieder inklusiv, wenn man eben an einer Gewichtsabnahme leidet, kann man auch ab und zu mal Fruchtsäfte trinken, um zusätzliche Kalorien zu bekommen, aber auch auf das gehen wir später nochmal genauer ein. Schonend zubereiten, das bedeutet jetzt nicht unbedingt alles frittieren, nicht zu sehr anbraten, sondern in einem normalen, gesunden Maß eben dünsten, dämpfen, kochen. Achtsam essen und genießen, auch ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Der gilt auch für jeden Menschen. Vor allem, wenn man sich häufiger mal verschluckt, ist es umso wichtiger, achtsam zu essen, damit man einfach auch den Fokus bei sich und beim Schluckvorgang behält. Und in Bewegung bleiben, so gut wie es eben geht. Aber dies zur allgemeinen Jetzt ist Frau Ruschitzka bei mir weg. Liebster, kannst du sie noch hören oder sehen? Hallo Frau Ruschitzka? Liegt es an mir oder an... Kann ich dir mal ein Signal geben? Frau Ruschitzka? Wir haben sie gerade verloren. Sie scheint noch online zu sein. Sie mal wieder herbeizuholen. Frau Ruschitzka, Frau Ruschitzka, wir können Sie nicht mehr hören, nicht mehr sehen. Wenn es nicht anders geht, dann nochmal beenden und dann holen wir sie nochmal neu dazu.
Das Bild war eben auch schon mal eingefroren. Frau Schützke, wenn Sie auf über Verlassen rausgehen, wir lassen Sie gleich, ja, kommen, wir holen Sie gleich wieder rein, genau an der Stelle. Sorry für die technischen Probleme. Das kriegen wir wieder in den Griff. Kurze Pause. All die noch nicht zu trinken haben, können wir uns ein Glas Wasser holen. Da ist sie wieder. Willkommen zurück, Frau Ruschitzka. Muss ich noch ohne Bild, ohne Ton. So. Alles gut. Ihr Bild war auch eben eingefroren. Vielleicht ist die Leitung noch nicht stark genug für Bild, also für PowerPoint und Video. Das lassen wir jetzt einfach dann aus. Wenn wir nochmal bitte neu starten, ab der Stelle. Also ich habe sie verloren, direkt nach den 10 goldenen Regeln. Sehen Sie es? Jawohl, ab da geht's weiter. Genau, Sie sehen jetzt auch noch mich und hören mich. Jetzt sehen wir Sie und hören Sie, genau. Oh, ich hoffe, es bleibt so. Sonst können Sie Ihre Kamera ausschalten, sonst können Sie Ihre Leitung entlasten. Jetzt versuchen wir es mal so, ansonsten mache ich sie aus. Alles klar, okay, gut. Super. Okay, willkommen zurück. Also wie gesagt, die Mangelernährung und die Gewichtsabnahme spielt eben bei der Huntington-Erkrankung ab einem gewissen Stadium eine große Rolle und sollte auf jeden Fall auch beachtet und behandelt werden. So. Welche Probleme hat man denn, wenn man an der Huntington-Erkrankung erkrankt? Oft ist eben eine ganz, ganz große Gewichtsabnahme zu erkennen, die zum einen mit dem Verlust der Muskelmasse einhergeht, aber auch Fettgewebe, was sich abbaut. Dadurch kann man sich leicht erschöpft fühlen, kraftlos, abgeschlagen und man kann auch so ein bisschen lethargisch werden, weil man einfach nicht mehr genug Energie hat. Zudem kommt noch häufig dazu, dass ein Patient, der an der Huntington-Erkrankung leidet, irgendwann auch beeinträchtigt wird im Schluckvorgang. Das heißt, das Schlucken fällt schwer, es kommt zu häufigen Verschlucken und das sollte auch so gut wie geht eben beachtet werden. Wenn man nämlich ein Problem mit dem Schlucken hat, ist es umso schwieriger, die hohe Anzahl an Kalorien eben auch aufnehmen zu können. Und das ist nochmal ein weiteres Problem leider, was die Erkrankung eben auch mit sich bringt. Wie Sie vermutlich alle wissen, haben Personen, die an Huntington erkrankt sind, ab einem gewissen Stadium auch einen erhöhten Energiebedarf. So ein normaler Mensch hat ungefähr 2000 Kalorien am Tag oder ein gesunder Mensch, je nachdem, ob Männlein oder Weiblein, ist es ein bisschen weniger oder ein bisschen mehr. Bei der Huntington-Erkrankung kann der Kalorienbedarf am Tag aber ungefähr 6.000 bis 7.000 Kalorien bedeuten, was eine immens große Menge ist. Und da ist auch schon die Schwierigkeit, diese ganzen Kalorien eben auch aufzunehmen, wenn vielleicht zusätzlich noch eine Schluckerkrankung oder eine Schluckstörung auftritt. Und der Vortrag hat eben auch jetzt ein paar Punkte, die Sie dabei unterstützt, wie Sie das Ganze doch handhaben und unterstützen können, damit Sie nicht weiter an Gewicht abnehmen. Warum das genau so ist, ist noch nicht endgültig erforscht, warum der Körper dann so viele Kalorien oder so viel Energie benötigt. Ich bin gespannt, was da noch auf uns zukommt, was die Forschung noch mit sich bringt. Die Mangelernährung, eine ganz große Rolle bei der Erkrankung. Was bedeutet Mangelernährung?
Lebensmittel liefern unserem Körper einfach sehr, sehr wichtige Stoffe. Energie, Mineralstoffe, Vitamine, Eiweiße, Fette, Kohlenhydrate. Und wenn hier eine kleine Disbalance entsteht, dann baut der Körper eben auch körpereigene Reserven ab. Wir sind einfach unterversorgt, zum Beispiel an Eiweiß oder an Fett. Und dann geht der Körper an die körpereigenen Reserven und das ist zum Beispiel ein Grund, warum man dünner wird. Okay, wie erkenne ich denn das überhaupt, dass ich an Gewicht abnehme? Zum einen, man merkt es meistens an den Klamotten oder Angehörige sprechen ein, dann vielleicht auch aufs Gewicht an mit dem Mensch, du hör mal, du bist aber jetzt auch schlank geworden, man sieht, dass du ein bisschen abgenommen hast. Solche Kommentare auch von den Mitmenschen sollte einen auch hellhörig werden lassen, weil nicht jeder hat unbedingt eine Waage zu Hause. Also es kommt nicht häufig vor, dass ich Patienten antreffe, die gar keine Waage zu Hause haben oder sich nicht regelmäßig wiegen. Hier kann ich Ihnen nur raten, wiegen Sie sich ungefähr einmal im Monat. Es bietet sich hier auch an, dass man es vielleicht dokumentiert, auf einen Zettel schreibt. Es gibt mittlerweile auch tolle Apps, wo man Gewicht eintragen kann, wo dann auch gleich eine Statistik mit aufploppt. Solange keine Gewichtsabnahme festzustellen ist, reicht es auf jeden Fall, wenn man sich einmal im Monat auf die Waage stellt. Weil man möchte sich natürlich auch nicht unbedingt so an die Waage binden. Das kann einen schon auch schnell mal verrückt machen, wenn man immer ständig mit dem eigenen Körpergewicht konfrontiert wird. Sollten Sie allerdings merken, dass Sie abnehmen oder dass in Ihrem Umfeld, dass Sie darauf angesprochen werden, dass Sie dünner geworden sind oder Sie merken auf einmal, dass Ihr Gürtel ein Loch enger zuzuschnallen geht, dann sollten Sie sich doch regelmäßiger auf die Waage stellen, um einfach zu kontrollieren, inwieweit geht mein Gewicht nach unten oder nicht. So ein Kilo Schwankungen hin oder her, plus oder minus, das ist ganz normal. Das liegt vor allem auch bei Frauen öfter mal am Hormonhaushalt. Also wenn Sie mal ein Kilo weniger wiegen sollten, dann machen Sie sich da noch keine großen Gedanken. Wenn Sie aber merken, es wird stetig mehr, dann sollte man doch vielleicht auch mal mit dem Arzt sprechen oder sich dann eben ein paar Dinge zu Herzen nehmen, die wir jetzt eben gleich besprechen werden. Man soll es auf jeden Fall im Auge behalten. Was begünstigt denn eigentlich noch die Mangelernährung? Also außer der erhöhte Kalorienbedarf, den man eben dann hat. Zum einen sind es die Schluckprobleme, ja. Das Kauen fällt schwer, das Schlucken fällt schwer, man verschluckt sich häufiger und auch durch dieses Verschlucken, ja, wenn man sich mal kräftig, richtig kräftig verschluckt, dann kann man schnell mal in Panik geraten. Man kriegt richtig Angst auf einmal, dass man nicht mehr genug Luft bekommt. Und auch das ist natürlich ein Punkt, wo man sich dann vielleicht auch gar nicht mehr so richtig traut, viel oder große Mengen zu essen, weil man halt dieses Gefühl kennt, was passiert, wenn ich mich verschluckt habe. Also die Schluckprobleme sind auf jeden Fall ein großer Faktor, der bei der Mangelernährung auch beachtet werden muss. Was kann ich dagegen tun? Ganz wichtig ist, sobald man feststellt, dass man sich häufiger räuspert, zum Beispiel beim Essen. Das ist so das erste Anzeichen, dass es vielleicht eine Schluckstörung geben kann. Dann sollte man doch vielleicht mal einen Logopäden aufsuchen, weil die Logopädie da auch ganz tolle Schluckübungen mit einem macht, um auch hier die Muskeln alle zu stärken, damit man einfach den Schluckvorgang gut trainiert und da auch ein bisschen sicherer wird, damit man sich nicht häufig verschluckt. Zudem kommen noch Kauprobleme dazu, weil man eben dann sich vielleicht mal auch auf die Zunge beißt oder die Massen, die man sonst isst, einfach nicht mehr richtig gut kauen kann. Man schluckt dann eben zu große Essensteile herunter, an die man sich auch wieder gut oder leichter verschlucken kann. Das ist natürlich auch so ein Teil oder so ein Thema, den man noch zusätzlich beachten muss. Es kann auch zum Beispiel sein, dass man unter Zahnschmerzen leidet oder falls man Zahnprothesen hat, dass es hier ein kleines Problemchen gibt. Das sollte man auf jeden Fall nicht außer Acht lassen. Aber was auch ein wichtiger Punkt ist, der auch eben zur Mangelernährung führen kann, ist die Appetitlosigkeit. Appetitlosigkeit, ich denke, das kennen wir alle, wenn wir krank sind oder nicht so gut drauf sind,
Da zu essen ist manchmal wirklich auch eine Überwindung und ist nicht immer ganz einfach. Und gerade jetzt jemand, der einfach auch betroffen ist und an der Huntington-Erkrankung leidet, fühlt sich vielleicht auch in einem öffentlichen Raum gar nicht so sicher und möchte nicht wirklich in einem öffentlichen Raum essen. Traut sich das auch vielleicht gar nicht, weil man wird angeguckt, und auch das kann zur Appetitlosigkeit führen. Deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass man sich auch zum Essen einen angenehmen Rahmen schafft. Ja, die Rahmenbedingungen sollten einfach stimmen. Am schönsten ist es natürlich, mit der Familie essen zu können. Alleine essen macht für niemanden wirklich große Freude. Und ja, das sollte man einfach nicht außer Acht lassen, dass eben auch so ja, Scham und diese Gefühle eben auch zur Appetitlosigkeit führen können. Was kann ich denn jetzt selber tun, wenn ich feststelle, dass ich an Gewicht verliere oder dass ein ja, Angehöriger eben an Gewicht verliert? Wichtig ist abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung. Ja, hier sollte man nicht zu einseitig werden. Zudem kommt noch dazu eine zusätzliche Kalorienzufuhr über natürliche Lebensmittel im ersten Schritt, wenn möglich. Und ausreichend Eiweiß. Eiweiß ist eben auch ein ganz wichtiger Stoff, der auch unsere Muskeln unterstützt. Eiweiß hat genauso viele Kalorien wie Kohlenhydrate, sollte eben auch nicht außer Acht gelassen werden. Vor allem, wenn man dazu neigt, dass man zu viele Muskeln abbaut, ist es umso wichtiger, viel Eiweiß zu sich zu nehmen. Außerdem hat Eiweiß auch eine gute Sättigung. Kommen wir aber erstmal zu der Lebensmittelauswahl. Die erst eine kurze Pause machen, sonst haben sie schon die ersten Fragen angesammelt. Sehr gern. Damit wir mal ganz kurz, sonst verliere ich komplett den Faden, was zu welcher Seite oder gerade Frage gekommen ist. Sehr gern. Sehr gern. Genau. Wir hatten einige Hinweise von Herrn Lange. Herzlich willkommen in unserer Runde, schön, dass Sie auch dabei sind. Hallo. Es gab zum einen mal den Hinweis, das war, glaube ich, ganz am Anfang auf Ihrer Seite mit 10 DGE-Punkten, mit dem kein Wasser oder Wasser als Tipp für DGE, von Ihnen auch schon unterstrichen. Auch das kommt von Herrn Lange nochmal ganz klar als Hinweis, untergewichtige Patienten sollten nichts ohne Kalorien trinken. Da gebe ich Herr Lange auch vollkommen recht. Das waren jetzt auch diese Empfehlungen grundsätzlich, wenn man jetzt noch nicht an Gewicht verliert. Natürlich, wenn man unter einer Gewichtsabnahme leidet, dann kann man mit Getränken ganz, ganz tolle Kalorienzufuhr auch erreichen. Da gebe ich Herr Lange auf jeden Fall recht, ja. Super. Dann kommt gleich schon im Anschluss die Frage, ab wann spricht man denn genau von Untergewicht? Ja, hier kann man zum Beispiel den BMI hernehmen. Der BMI, der ist einfach eingeteilt in ja, Untergewicht, Normalgewicht, Übergewicht und alles unter 18,5 zum Beispiel wäre untergewichtig. Das gilt 1:1 für Huntington. Da gibt es keine spezielle Skala für. Ich nehme den BMI in meiner Arbeit. Okay. Dann hatten Sie eben auch gesagt, das war schon mit der Gewichtskontrolle. Wie stelle ich fest, dass ich Gewicht verliere? Da hatten Sie gesagt, mehrmals monatlich. Herr Lange sagt sogar untergewichtig, sogar wöchentlich wiegen. So ein Hinweis an dieser Stelle. Genau, wöchentlich wiegen, wenn man untergewichtig ist, wenn man normalgewichtig ist, dann reicht es aus meiner Sicht völlig, wenn man sich einmal im Monat auf die Waage stellt. Genau, wunderbar. Dann gab es gleich mal im Chat eine ähnliche Frage. Thema Schluckstörungen. Jetzt hole ich erst die Frage aus dem Chat. Moment, wo ist sie hin? Ab welcher Anzahl verschlucken wird von Schluckstörungen gesprochen, möchte Bernhard wissen. Oder wann liegt eine Schluckstörung vor, ist ja die Frage, wie ich sie verstehe. Ja. Das genau kann ich jetzt so nicht beantworten. Das muss man dann tatsächlich auch feststellen, indem man so eine Schluckdiagnostik macht, die nennt sich FES, wo man einfach bestimmte Lebensmittel zu sich nimmt und bei uns wird das vom Logopäden durchgeführt und man guckt dann via Kamera, wo bleibt das denn hängen am Kehlkopf? Ja, wie viel Speisebrei
wird dann quasi nicht mit der Speiseröhre in den Magen befördert. Und die Lebensmittel, die sind eingefärbt mit Lebensmittelfarbe. Das ist zum einen Apfelmus, was sehr, ja, eigentlich sehr gut runtergleitet, aber auch etwas krümelige Dinge wie Brot oder Kekse, krümelige Kekse oder ein Stück Apfel. Also wann dann tatsächlich eine Schluckstörung vor oder ja auftritt oder wirklich auch diagnostiziert wird, das muss der Logopäde dann eben auch entscheiden durch diese Untersuchung. Aber ein erstes Anzeichen ist eben, wenn man sich öfter räuspert nach dem Essen oder wenn man ja häufiger zum Husten kommt. Ja, wunderbar, sehr gut. Dazu passend auch hier ein Kommentar von Herrn Lange, Logopädie früh zu beginnen. Wie bitte? Logopädie? Logopädie frühzeitig zu beginnen. Genau, also auf jeden Fall, man profitiert immer, also man profitiert auch, wenn man noch keine Schluckstörung hat von der Logopädie. Es ist immer gut, die Muskeln in dem Bereich zu trainieren, egal ob schon ausgeprägte Schluckstörung vorhanden ist oder nicht. Genau. Dann hatten Sie eben angemerkt zum Thema, was auch das Gewichtsreduzierung beeinflussen könnte, wäre auch Zahnprobleme oder Zahnprothese oder ähnliches oder vielleicht auch Behandlung, irgendwann später keine Zähne mehr zu haben bei Patienten. Da kommt auch der Hinweis von Herrn Lange, regelmäßige Checks beim Zahnarzt. Ganz genau. Hilft. Ja. Genau. Weil eben auch Zahnhygiene irgendwann nicht mehr ganz so einfach fällt. Das ist ein breites Spektrum, was wir heute abdenken, genau. Ja, total. Ich merke schon. Genau. Jetzt kommt man gar nicht mehr. Bei Schluckstörung, das haben wir, glaube ich, gleich mit drin, keine Ablenkung. Genau. Achso, genau. Und achso, die Frage zu eben, da hat er ja lange auch das ist eine sehr gut einfachere Formel, die Frage nach, wann beginnt Untergewicht. Die Formel von Herrn Lange, Körpergröße in Zentimeter minus 100 als empfohlenes Gewicht. Ich weiß nicht die BMI-Formel, aber genau, eine vereinfachte. Ja. Das ist eine vereinfachte Form, so kann man auch das Normalgewicht quasi ausrechnen, also Körpergröße minus 100. Genau, super. Mhm. Okay, dann würde ich einmal... oder eine habe ich noch aus dem Chat. Von Bernhard kommt die Frage, da hatten Sie den Kalorienbedarf, den erhöhten bei der handwerklichen Krankheit schon genannt. Liegt ja der nur an motorischen Störungen? Nein, auch der Stoffwechsel verändert sich. Also auch die Energieverwertung innerhalb der Zelle ist verändert. Und das führt eben auch dazu bei, dass man ja einen erhöhten Energiebedarf hat. Aber wie gesagt, noch nicht alles ist da so bekannt, aber die Überbeweglichkeit ist auf jeden Fall auch ein Faktor, den man nicht unterschätzen sollte. Ja. Einen habe ich noch, da geht es von Regina. Ab wann ist Logopädie sinnvoll? Haben Sie gerade schon mal den ersten Hinweis darauf gegeben? So früh wie möglich. Genau, so früh wie möglich. Genau. Die anderen lasse ich mal stehen, weil ich glaube, die Themen kommen gleich. Von daher machen wir erstmal weiter. So. Ja. Also auch nochmal zur Logopädie. Manchmal fällt es zum Beispiel auch auf, dass man sich mit dem Sprechen schwer tut. Da ist eine Schluckstörung noch überhaupt gar nicht im Raum. Ja, also man kann noch wunderbar essen, noch wunderbar schlucken, aber man stellt vielleicht selber fest, dass einem gewisse Wörter nicht mehr so leicht über die Lippen gehen, wie es vielleicht schon mal war. Und da wäre einfach der Zeitpunkt dann mit der Logopädie schon anzufangen, egal ob Schluckstörung oder nicht. Und wenn eine Schluckstörung eben vorhanden ist, dann auch wirklich ganz gezielt den Logopäden darum bitten, dass dieser Bereich auch trainiert wird. Weil es kommt nicht selten vor, dass der Logopäde dann vielleicht nur die Sprache behandelt oder andere Bereiche behandelt. Aber man kann auch wirklich ganz gezielt die Schluckstörung behandeln oder eben gewisse Areale trainieren, üben, dass es nicht mehr ganz so häufig vorkommt. Also einfach ansprechen beim Logopäden. Okay, dann mache ich weiter. Super, jetzt höre ich Sie nicht mehr, Frau Winkelmann. Ja, bitte, ich habe gerade genickt. Okay, gut. Also, wir haben eine Lebensmittelauswahl an hochkalorischen Lebensmitteln, die wir gut bedienen können, ohne dass wir jetzt gleich mit den hochkalorischen Zusatznahrungen kommen. Und zwar habe ich Ihnen hier jetzt mal ein breites Spektrum mitgebracht an verschiedensten Lebensmitteln, die hier jetzt alle aufgeführt sind, wenn man keine Schluckstörung hat. Also ganz wichtig, das ist nicht die Lebensmittelauswahl, wenn man schon an einer Schluckstörung leidet. Da sollte man nochmal getrennt die Liste beachten.
Also wir haben zum einen zum Beispiel Spätzle. Spätzle haben hier bei uns im schwäbischen Raum eine ganz, ganz große Bedeutung. Die sind natürlich reich an Eiern und an Mehl und haben dadurch auch schön viel Energie. Aber auch Nudeln, Nudeln mit Ei, Maultaschen, auch sehr schwäbisch, Kuchen oder auch eine schöne Cremetorte, Marmorkuchen, die ganzen schönen süßen Gebäcke. Jetzt zur Weihnachtszeit kommt ja auch wieder Lebkuchen, Stollen. All diese Lebensmittel haben einfach viele Kalorien und dürfen gerne gegessen werden. Also ich sage immer zu meinen Patienten, all das, was sie früher hätten nie essen möchten, dürfen sie jetzt essen. Wo jede andere Angst hat zuzunehmen, da dürfen sie jetzt richtig zuschlagen, ohne schlechtes Gewissen. Und für den einen oder anderen ist es erstmal mit einem schlechten Gewissen verbunden, weil natürlich ist es eine Umgewöhnung von der normalen Ernährung. Aber es ist natürlich auch schön, wenn man von all den Lebensmitteln, wo man sonst immer eher etwas zurückhaltend ist, wirklich auch eine schöne Menge essen darf. Bei den Milchprodukten sollte man darauf achten, dass es dann eher in dem fettigeren Bereich liegt, also zum Beispiel 3,5%ige Kuhmilch oder 3,8. Gerne auch Joghurt, ab 3,5% noch besser wäre der griechische Joghurt mit 10% Fett, der hat einfach noch mal ein bisschen mehr Energie. Man darf auch gerne Sahne zu der Soße hinzufügen oder wenn man sich einen Pudding kocht, auch hier mit Sahne anreichern. Ein bisschen Mayonnaise vielleicht auch in Salatsoßen rein. Also wirklich je nach Geschmack darf man sich hier wild austoben und verschiedenste Produkte eben zu sich nehmen. Man sollte einfach darauf achten, dass es keine kalorienreduzierte oder fettfreie, fettarme Produkte sind. Auch im Käseregal darf man ordentlich zugreifen. Auch hier haben wir Käsesorten, die einen hohen Fettprozentansatz haben. Auch beim Gemüse gibt es Varianten, die etwas mehr Kalorien haben, wie zum Beispiel Oliven, Hülsenfrüchte, wie zum Beispiel Kichererbsen, Bohnen, haben auch ein tolles Eiweiß oder auch Gemüsesäfte. Bei Obst und Nüssen, die auch dazu zählen, auch jederzeit gerne zu langen. Banane eignet sich da wunderbar, weil es einfach viel Kohlenhydrate enthält, zudem auch noch eine tolle Struktur hat, ähnlich wie die Weintraube. Die Avocado ist auch ein Lebensmittel, was viel Fett enthält, würde ich jetzt aber nicht jeden Tag empfehlen, wenn man unser Klima auch ein bisschen im Hintergrund oder im Hinterkopf beachten möchte. Aber auch Sonnenblumenkerne, Kürbiskerne, Leinsamen, solche Saaten darf man zum Beispiel ins Brot reingeben, wenn man selber backt oder auf einen Salat dazu oder ins Müsli rein. Sie haben einfach auch nochmal schöne Pflanzenöle und Eiweiße, die uns unterstützen. Auch Brotaufstriche lassen sich ganz toll selber machen aus zum Beispiel Kichererbsen oder roten Bohnen. Die muss man auch gar nicht mehr vorkochen. Es gibt Varianten in Dosen, die man dann pürieren kann und je nach Geschmacksrichtung einfach auch zubereiten kann. Mandelmus, Erdnussbutter, Schoko, Aufstriche, alles gehört hier dazu. Beim Fleisch kann man auch gerne gemischtes Hackfleisch nehmen, weil das gemischte Hackfleisch eben doch einen höheren Fettanteil hat als das reine Rinderfleisch, Entschuldigung, ich war schon beim Schmalz. Griebenschmalz ist jetzt gerade wieder die Jahreszeit, auch sehr lecker und hat einfach auch viel, viel Kalorien, genauso wie Ente oder Gans. Gerade die Weihnachtszeit, die erfüllt eigentlich alle Kriterien. Bei der Wurst ist es ganz ähnlich. Die gekochten Brühwürste haben natürlich meistens viel Fett wie Gelb, Mettwurst oder Lione, Mortadella, mal eine Weißwurst. Beim Fisch auch eher die fettreicheren Varianten bevorzugen. Die haben eben auch tolle Öle, wichtige Omega-3-Fettsäuren, die unseren Körper auch nochmal zusätzlich unterstützen. Bei den Ölen ist es wichtig, dass man Pflanzenöle nimmt und hier auch gerne mal ein bisschen abwechselt, also sich nicht nur auf ein Öl spezialisiert, sondern auch mal ein Olivenöl in Salat, mal ein Sonnenblumenöl zum Anbraten von gewissen
Lebensmitteln. Denn jedes Öl hat ein anderes Fettsäurespektrum. Um hier einfach alle Fettsäuren auch aufzunehmen, bietet sich's an, doch die Pflanzenöle zu variieren und sich nicht nur auf eins zu beschränken. Eierspeisen ist auch eine tolle Möglichkeit, um Eiweiß und Kalorien aufzunehmen. Gerade zum Beispiel Eier und Kartoffeln, die Kombination bietet einfach ganz, ganz viel Eiweiß für den Körper und schmeckt zudem auch noch recht gut. Hier kommen wir jetzt zu den Süßigkeiten. Ja, Sie haben es bei den 10 Regeln der Deutschen Gesellschaft für Ernährung schon gesehen. Zucker war so ein bisschen unterstrichen. Wenn ich abnehme, ist natürlich Zucker eine super Möglichkeit, um Kalorien aufzunehmen. Und hier darf man wirklich auch gerne ein bisschen öfter in die Süßigkeiten-Schublade greifen und Schokolade zu sich nehmen oder Eis oder Honig oder ja, wo auch immer, wonach es einem immer auch ist. Also ohne schlechtes Gewissen gerne auch hier den Kalorienhaushalt ein bisschen aufpäppeln. Zu den Getränken, wie auch schon Herr Lange gesagt hat, sollte man dann, wenn geht, auf Wasser verzichten, beziehungsweise einfach schauen, dass man viele kalorienreiche Flüssigkeiten zu sich nimmt, weil übers Trinken können wir relativ einfach Kalorien zu uns nehmen. Wasser ist tatsächlich ein tolles Lebensmittel, aber kalorienarm. Deswegen, wenn für Sie pure Fruchtsäfte zu intensiv, zu süß sind, einfach ein bisschen Wasser mit dazugeben, aber schauen Sie, dass Sie, wenn möglich, kalorienreichere Getränke zu sich nehmen. Es gibt ja auch zuckerfreie Getränke, auch die eignen sich jetzt hier nicht unbedingt. Sie schmecken zwar süß, haben aber keine Energie, sprich keine Kalorien. Sie profitieren dann nicht unbedingt davon. Und ich finde auch eine schöne Alternative zum Bier ist ein Malzbier. Hat eben auch nochmal viel Energie, viele Kalorien und schmeckt einfach auch nochmal ein bisschen würziger als jetzt vielleicht die ganze Zeit so ein Fruchtsaft. Weil nicht jeder hat ja vielleicht so einen süßen Zahn und möchte dann auch etwas würzigeres trinken mit ein bisschen anderem Geschmack. Das zur Lebensmittelauswahl. Mein Tipp ist meistens, bevor man zu diesen ganzen Energie- oder angereicherten Lebensmitteln kommt, sollte man wirklich die komplette Produktvielfalt der hochkalorischen Lebensmittel ausreizen, wenn man merkt, dass man Gewicht verliert. Diese hochkalorische Zusatznahrung, das ist eine ganz, ganz, ganz tolle Sache und unterstützt wahnsinnig. Nur darf man nicht vergessen, dass es auch einen gewissen Eigengeschmack hat. Und vielleicht kennen Sie das auch alle, wenn man von einem bestimmten Lebensmittel zu viel in zu langer Dauer zu sich nimmt, dann mag man es irgendwann nicht mehr so gerne trinken. Ja, also dann hat man sich so ein bisschen überfressen, sagt man ja. Ne? Dann hat man erstmal genug davon. Und um das einfach zu verhindern, versuche ich immer, den Patienten nahezubringen, versuchen Sie so lang wie es geht, mit einer natürlichen Lebensmittelauswahl. Und wenn dann das Gewicht weiterhin sinkt, dann können verschiedene andere Hilfsmittel eben auch verwendet werden, um den Kalorienbedarf dann nochmal zu unterstützen. Welche das sind, zeige ich Ihnen nachher nochmal. Wenn die Präsentation vorbei ist, werde ich ein paar in die Kamera halten. Also wir haben zum einen eine Trinknahrung, die uns dabei unterstützt, und energiereiches Pulver. Zur Trinknahrung, das ist eine tolle Sache, weil man kann es auch zwischendurch trinken. Wichtig ist nur, dass diese Trinknahrung nicht als Mahlzeitersatz gesehen wird, weil für viele ist es eben auch so, dass sie sagen, Mensch, es ist ja klasse, so ein kleines Fläschchen hat 300 Kalorien, das trinke ich jetzt schnell, dann muss ich nichts mehr essen. So geht die Rechnung leider nicht auf. Also es ist wirklich nur eine Ergänzung, und sollte eben zu den Mahlzeiten zusätzlich getrunken werden. Am besten schmecken die, wenn sie kalt sind, frisch aus dem Kühlschrank. Jeder, der sie schon mal probiert hat, hat vielleicht auch schon mal festgestellt, dass sie kalt einfach ein Ticken besser sind. So eine Trinknahrung kann man auch noch ein bisschen modifizieren, dass man irgendwie auch sagt, okay, ich gebe noch mal ein bisschen Sahnemilch oder irgendwas anderes hinzu, vielleicht noch 1-2 Löffel Kakaopulver. Das kann man
ja, ganz individuell gestalten, je nach Geschmack. Schön ist auch bei der Trinknahrung, dass es nicht nur die süße Variante gibt, weil auch für alle, die eben nicht so gerne süß essen, gibt es auch eine pikante Variante. Die pikante Variante sollten Sie aber bitte nicht kalt aus dem Kühlschrank trinken, das schmeckt nicht wunderbar. Also die dürfen Sie gerne erhitzen, nur nicht allzu lang kochen lassen. Also leicht erhitzen. Und ich finde es auch immer eine schöne Anreicherung, wenn man eh schon eine Suppe hat. Also wenn man eh schon was Pikantes gekocht hat, wie ein Eintopf oder eine Suppe, das eben noch zusätzlich dazu, um mehr Kalorien reinzubekommen. Oder wenn man nur allein die pikante Trinknahrung trinkt, dann bietet sich's auch hier an, die nochmal ein bisschen abzuschmecken und vielleicht auch typische Gewürze hinzuzugeben, die man sonst auch genommen hat. Zum Beispiel, wer seine Eintöpfe und Suppen immer mit Gemüsebrühe und sonstigen geschmacklichen Aufpeppern würzt, auch hier vielleicht diese Trinknahrung dann damit würzen, weil der Geschmack ist bekannt und wird dann dadurch einfach auch ein bisschen besser toleriert. Es gibt auch neutrale Trinknahrung, die finde ich persönlich auch sehr gut, gerade auch zum Anreichern von Speisen oder auch Getränke. Wenn man noch normal ist, kann man hier eben zusätzlich auch nochmal weitere Kalorien in zum Beispiel Kartoffelpüree oder Tomatensuppe reingeben. Wer jetzt, für wen jetzt diese Trinknahrung nicht unbedingt, das Angenehmste ist, da gibt es hier auch noch energiereiches Pulver. Mit diesem Pulver kann man kochen, man kann backen, man kann es aber auch in Flüssigkeiten einrühren. Finde ich persönlich auch immer noch eine tolle Ergänzung. Gerade wenn man diese verschiedene Trinknahrung nicht so ganz akzeptiert. Es gibt tatsächlich Patienten, die möchten diese Trinknahrung einfach nicht zu sich nehmen. Hier kann man gut mit dem energiereichen Pulver arbeiten. Und es fällt auch nicht unbedingt gleich auf, dass es einfach eine angereicherte Speise ist. Und es ist auch geschmacksneutral, so laut Hersteller. Und kann eben auch in diverseste Lebensmittel eingerührt werden. Was auch nochmal ganz wichtig ist, nicht selten erlebe ich, dass Patienten zu uns in die Ambulanz kommen und von der Gewichtsabnahme berichten. Und auf die Frage, ob denn schon ein hochkalorisches Produkt ausgesucht wurde, kommt nicht selten, ja, wir holen uns das immer in der Apotheke. Das müssen Sie nicht tun. Wenn Sie die Diagnose der Huntington-Erkrankung haben und eine Gewichtsabnahme vorliegt, dann dürfen Sie diese Trinknahrung auch auf Rezept bekommen. Das ist ganz arg wichtig, weil die hochkalorische Trinknahrung nicht gerade günstig ist. Und hier kriegen Sie einfach noch eine zusätzliche Unterstützung. Sprechen Sie das einfach dann auch beim nächsten Mal gerne an. Ihnen steht es zu, Sie kriegen dieses Produkt auf Rezept, solange es vollbilanziert ist. Vollbilanziert bedeutet, dass Sie rein theoretisch ausschließlich von diesen Lebensmitteln ernährt werden können. Das heißt, es sind alle Mineralstoffe, alle Vitamine enthalten, ohne dass Sie eine Mangelernährung bekommen. Es gibt auch andere Drinks, die dann zum Beispiel nicht schon hochkalorisch sind, aber nicht voll bilanziert, die kann man leider nicht auf Rezept ausstellen. Auch wenn man jetzt zum Beispiel ein proteinreiches Pulver aus der Sportabteilung hernimmt, das kann man leider nicht auf Rezept bekommen. Aber es gibt aus dem medizinischen Bedarf wirklich eine breite Palette an voll bilanzierten, hochkalorischen, diätetischen Lebensmitteln, sodass man da auch wirklich gut auswählen kann, auch was Geschmack und Marke anbetrifft. Okay, was habe ich denn sonst noch für weitere Tipps bei Gewichtsverlust? Also ganz wichtig ist, süße Speisen zum Beispiel oder Sauermilchprodukte regen auch den Appetit an. Auch etwas Säuerliches, wie zum Beispiel Essig, so ein Salat vorab, wenn keine Schluckbeschwerden da sind, regen auch zusätzlich nochmal den Appetit an. Jedoch sollte die Portion nicht zu groß sein, weil wir sonst aus unnötig Volumen in unseren Magen schaffen. Ich empfehle auch immer viele kleine Mahlzeiten. Also nicht drei große Hauptmahlzeiten, sondern wirklich auch gerne zwischen jeder Mahlzeit nochmal eine kleine Zwischenmahlzeit, sodass Sie auf 5 bis 6 oder auch 7 Mahlzeiten am Tag kommen. Weil es ist gerade, wenn man unter Appetitlosigkeit leidet,
gar nicht so einfach, eine große Portion zu essen. Dann hockt man vor dem großen Teller und man verliert eigentlich schon den Mut, weiter zu essen, weil es einem gar nicht danach ist. Und wenn man die Portion etwas kleiner gestaltet und dann aber breiter fächert über den ganzen Tag verteilt, ist es doch ein bisschen einfacher, die Portion zu holen und möchte dort nicht essen. Also sollte einfach eine angenehme Atmosphäre sein. Vorlieben beachten ist auch super wichtig. Wenn es jetzt, vor allem wenn es jetzt um Betroffene geht, die vielleicht schon in Einrichtungen sind, dass man da auch darauf eingeht, dass es Lebensmittel sind, die die betroffene Person eben auch kennt von früher. Oder dass man auch mal wirklich guckt, okay, was war denn eigentlich so das Lieblingsgericht? Was, oder was hat denn vielleicht die Oma immer gekocht? Und da einfach nochmal so auf die alten Gerichte auch nochmal zurückgreifen, weil die machen oft dann Lust auch, etwas zu essen. Vielleicht, ja, ich denke, jeder kennt das, wenn so ein gewisser Geruch in der Nase liegt, dann kriegt man schon Lust. Bei mir ist das zum Beispiel frisch gebackene Waffeln. Wenn ich das schon rieche, dann denke ich mir, oh, super, jetzt eine Waffel, das wär klasse. Ja, und auch mit sowas kann man einfach auch gut arbeiten, dass man da einfach noch mal ein bisschen mehr Appetit bekommt. Wie gesagt, viele kleine Mahlzeiten, wie schon erwähnt. Große Portionen können einfach schnell abschrecken. Außerdem werden sie auch schnell kalt. Und kaltes Essen schmeckt nun mal nicht so gut. Es gibt auch spezielle Teller, die unten so eine Warmhalteplatte haben, wo das Essen einfach dann länger auch warm gehalten wird. Wenn es jetzt zum Beispiel einfach eine gewisse Zeit braucht, bis die Portion gegessen werden kann, ist das vielleicht keine schlechte Sache, sich sowas anzuschaffen, dass das Essen einfach so lang wie möglich warm wird oder warm bleibt. Wie gesagt, die richtigen Rahmenbedingungen schaffen. Nicht selten essen viele Menschen vor dem Fernsehen, vor allem wenn sie alleine sind, wenn sie keine Ansprechpartner haben. Alleine essen macht tatsächlich nicht wahnsinnig viel Spaß und oft zieht man sich dann zurück und setzt sich vor den Fernsehen und isst so ein bisschen, ja, ohne Verstand. Und gerade solche Dinge sind nicht gut, wenn man unter einer Schluckstörung leidet. Da muss man sich wirklich konzentrieren und fokussieren und nicht, man sollte nicht abgelenkt sein durch Zeitungen, hitzige Diskussionen am Tisch, eine unruhige Atmosphäre. Also da sollte wirklich einfach auch Ruhe sein. Ja, und wenn möglich oder wenn nötig, vielleicht auch die Portionen schon zerkleinern, Fleisch schon klein schneiden, damit es hier nicht zu weiteren Komplikationen am Tisch kommt, weil vielleicht aus motorischen Gründen das nicht mehr ganz gewährleistet werden kann, dass es gut funktioniert. Und da kann man eben auch der betroffenen Person nochmal zusätzlich eine Erleichterung schaffen, indem man das Essen einfach schon mal ein bisschen vorportioniert, sodass der ganze Vorgang einfach erleichtert wird. So, wir wären wieder bei einem Kapitelwechsel. Genau, dann nutzen wir gerade die Gelegenheit für kurze Pause und für Fragen. Mhm. Genau, und einen Schluck Wasser für Sie, genau. Ja. Hier gab es schon konkrete Fragen zum Thema, wie sieht es aus mit Schokoladen, Nüssen und Eis? Das war in Ihrer Liste mit drin. Ja. Auf der guten Seite für die, die zu wenig Kalorien bekommen. Ganz genau, ganz genau. Also, wenn man keine Schluckstörung hat, dann sehe ich kein Problem. Also gerade Nüsse sind Lebensmittel, die sich nicht eignen, wenn man eine Schluckstörung hat. Die können schnell verschluckt und aspiriert werden. Die bitte nur mit Vorsicht genießen. Aber ansonsten, ich sage immer, wer unter einer Gewichtsabnahme leidet, es ist alles erlaubt. Es ist alles erlaubt, was schmeckt und Energie bringt. Weil natürlich, man sagt immer, die Dosis ist das Gift. Wenn man von einem Lebensmittel sehr viel isst, dann kann es vielleicht schädlich sein. Aber eine Gewichtsabnahme ist viel schädlicher. Deswegen, es ist alles erlaubt, was schmeckt und Kalorien bringt. Auch Nüsse, Schokolade, Sahnepudding, Käsekuchen, alles. Sehr schön, genau. Da komme ich zurück zu den Fragen und Antworten, die ja schon eingestellt wurden. Da gab es eine wichtige Thema von Christian, war gleich zu wissen, Tipps für kalorienreiche Nahrung, weil die Frau an Gewicht verliert. Da haben wir jetzt eine ganz lange Liste schon jetzt gehabt. Christian, wenn Sie da noch weitere, konkretere Fragen haben, gerne nochmal in die Liste unten noch was neue Frage einstellen. Mhm. Aber ich denke, wir hatten jetzt schon ganz viel Input und Tipps erhalten davon.
Ja. Genau, der Hinweis, bei Schluckstörungen keine Ablenkungen, kam von Herrn Lange vor ein paar Minuten schon, haben Sie jetzt genau das auch wiederholt. Das sehen Sie alle so. Genau, gibt mir auch selber so. Genau, wenn ich nebenher was anderes mache, dann verschlucke ich mich selber als gesunde Person. Ist einfach so. Natürlich, natürlich. Ja. Klar. So, das Thema Milch und Milchprodukte kommt in den nächsten Fragen dann als hoch. Nächstes hoch. Es gibt Publikationen, sagt Herr Lange, weist Lange darauf hin. Wir empfehlen nur wenig Milchprodukt zu sich zu nehmen und er empfiehlt persönlich keine Milch zu trinken. Mhm. Und das Gleiche geht in die, kommt zur Frage durch Regina. Sie dachte, so wenig Milchprodukte von der Kuh wie möglich. Gibt es da Hinweise von Ihnen? Also bei einer Schluckstörung weiß man mittlerweile, dass zum Beispiel Milch auch eher zum Verschleimen neigt. Ich persönlich finde da die Milch ein gutes Lebensmittel, vor allem weil die ganze hochkalorische Trinknahrung eben auch auf Milcheiweiß basiert, ist es schwierig, die Kuhmilch auszugrenzen, weil dann eben auch eine breite Palette an diesen hochkalorischen Zusatznahrungen wegfällt. Aus meiner Perspektive, ich kenne die Publikation nicht, also ich würde mich freuen, wenn Herr Lange die mir dann auch zusendet, dann kann ich sie mir auch gerne durchlesen. Aber es gibt aus meiner Sicht jetzt keinen Punkt, der gegen Milch spricht. Das ist natürlich auch hier immer die Frage, was ist viel, was ist wenig? Also ich denke, man trinkt jetzt selten 2 Liter Milch am Tag. Und wenn es jetzt mal ein Milch oder ein Glas Milch zwischen rein ist, sehe ich jetzt keine Probleme. Okay, danke für diese Einschätzung. Sie hatten eben auf einer Seite das Thema Trinknahrung. Und dazu passt die Frage von Christian, wie kommt man an neutrale Trinknahrung? Das haben Sie in der Verschreibung gerade beschrieben. Und gibt es empfohlene Marken? Es gibt verschiedene Marken, genau, die neutrale Trinknahrung, die gibt es zum Beispiel von Nutritia, die gibt es aber auch von Fressobin. Da gibt es eigentlich, soweit ich weiß, jede Marke oder jede Firma, die diese Trinks oder Trinknahrung anbietet, hat auch eine neutrale Variante. Und die kann man auch speziell rezeptieren. Also man kann sich verschiedene einzelne Geschmacksrichtungen raussuchen, wie zum Beispiel nur Banane oder nur Schokolade, wenn man weiß, dass man das mag. Ich persönlich schreibe mir ganz gerne als allererstes den Mischkarton auf. Da sind diverseste Geschmacksrichtungen und auch neutrale Flaschen mit dabei, sodass man sich dann auch ein bisschen ausprobieren kann. Und wenn man dann ein bisschen was gefunden hat, was einem zusagt, dann schreibe ich gerne auch die einzelne Geschmacksrichtung auf. Und ich erwähne auch jedes Mal, dass es wichtig ist, sobald Sie auch nur den Anflug haben, dass Ihnen das nicht mehr schmeckt, geben Sie Bescheid. Es gibt so unzählige Möglichkeiten. Es gibt auch Puddings, die man löffeln kann auf sahniger Basis, auf fruchtiger Basis. Also da gibt es wirklich eine ganz, ganz große, breite Produktpalette, die man sicherlich auch im Internet einsehen kann, wenn Sie mal auf die Firmen gehen von Fresenius oder Nutritia. HIP bietet auch hochkalorische Trinknahrungen an. Da kann man sich auch ein bisschen inspirieren lassen. Sehr gut, wunderbar. Das ist auch ein gutes Thema. Wir haben auf unserer Webseite für Deutsche Handlinghilfe auch eine Ecke, Rubrik mit Fragen und Antworten. Ich denke auch gerade darüber nach, das kann man auch mal gut aufbereiten, damit jeder dort nachsehen kann. Okay, dann habe ich eine sehr lange Liste von Herrn Lange bekommen. Vielen Dank dafür. Das ist eine Kopie rein, ist auf Englisch. Es ist eine Empfehlung für die Huntington-Krankheit, was man in welcher Einheit pro Woche oder zu sich nehmen sollte. Mehrfach die Woche Obst ist damit aufgeführt und da gibt es auch schon Beispiele für welches das sind Gemüse, Entschuldigung, das sind Gemüse, wie oft die Woche Fisch. Viele andere Dinge. Ich erinnere mich daran, Herr Lange, in Ihrem Vortrag war das auch drin. Und wenn nicht, kopiere es gerne im Nachgang in die Folien hinein, damit es dann allen zur Verfügung steht. Obst, Salat, da gab es eine Einheit, eine empfohlene Einheit, welches Lebensmittel, Nüsse, wie oft am Tag, kann sich alles gerade wiedergeben. Ich meine, in Ihrer Unterlage war das damals schon drin. Jetzt haben wir eine gute Kombination. Da ist die wissenschaftliche Seite. Hier sind die Empfehlungen von Frau Schitzka. Kann sich jeder das für sich raussuchen. Ich ergänze das gerne am Ende ins Protokoll und in diese Unterlage hier zur Verfügung stellen. Wenn ich darf, kopiere ich das gerne hinein. Das bedeutet Netzwerk. Ja, wunderbar. Und dann gibt es noch mal eine Frage.
das eine ganz andere Denkrichtung jetzt. Wie viel Zeit, fragt Herr Lange, sollte zwischen letzter Kalorienzufuhr und Schlaf liegen? Ist das abhängig von der Nahrung? Gibt es schlaffördernde Nahrung für abends oder aktivierende Nahrung für morgens? Haben Sie dazu eine Idee? Also wie viel Zeit dazwischen liegen sollte, ist, denke ich, auch ein Stück weit individuell. Es gibt Menschen, die können kurz vor dem Schlafengehen noch eine deftige Mahlzeit essen und wunderbar schlafen. Es gibt Menschen, die aber nach einem Schweinebraten mit Kartoffelknödeln die halbe Nacht wach liegen, wenn sie sofort ins Bett gehen. Ich denke, hier muss man auch ein bisschen individuell auf den Körper hören. Wichtig ist nur, dass man dann vielleicht nicht unbedingt ganz schwer oder roh verdauliche Sachen nimmt, wie zum Beispiel Salat. Sowas kann schon etwas ja, anstrengender auch für den Verdauungstrakt dann sein über Nacht. Aber ich denke mal, wenn man so 1,5, 2 Stunden Zeit lässt zwischen Mahlzeit und dem Bett gehen, dann ist das, glaube ich, eine gute, ausreichende Zeitspanne, um den Körper da auch ein bisschen zu entlasten. Wenn man jetzt merkt, dass man irgendwie zu einem Reflux neigt, dass man irgendwie dass man Sodbrennen bekommt, dann sollte man den Abstand ein bisschen vergrößern oder vielleicht auch ein bisschen aufrechter liegen, aber ansonsten individuell, würde ich sagen. Zur Lebensmittelauswahl weiß ich jetzt spontan tatsächlich nicht gut Bescheid. Ich weiß, dass die Milch zum Beispiel, warme Milch macht müde. Wäre jetzt aber halt natürlich wieder die Milch. Ne? Das ist natürlich dann eben auch individuell zu sehen, wie man die betrachtet. Allerdings kann ich da gerne auch mich nochmal informieren und dann auch Infos zukommen lassen. Also ich denke, wenn ich jetzt persönlich an mich denke, dann denke ich alles ein bisschen so fruchtige, säuerliche, sowas, das denke ich, macht eher fit. Und so fettreichere Nahrung, die macht eher ein bisschen müde. So geht es zumindest mir. Noch den letzten Teil der Frage zum aktivierenden Nahrung am Morgen. Fällt Ihnen dazu was ein? Ja, aktivierende Nahrung am Morgen, das kann Obst sein, das kann kombiniert sein mit einem Milchprodukt, leckeres Müsli, wenn eben keine Schluckstörung vorhanden ist, ja, sowas. Aber jetzt spezielle Lebensmittel, wo ich jetzt sage, Mensch, die machen total wach, kann ich tatsächlich nicht sagen, nee. Müsste ich nachschauen. Gut. Dann hat Herr Lange nochmal bestätigt, die Tabelle darf gerne bereitgestellt werden, das mache ich auf alle Fälle im Nachgang. Und er dankt schon mal zwischendrin richtig tolle Tipps und gute Erklärungen. Das freut uns ja auch mal mittendrin zu hören. Dankeschön. Damit sind die Fragen soweit erstmal durch und Sie können weitermachen. Mit der Nahrungsmittelauswahl. Genau. Bei Schluckstörungen. Okay. Ja, wenn man eben unter einer Schluckstörung leidet, dann sollte man hier wirklich speziell auch nochmal schauen, wie ist mein Essen zubereitet. Weil ich habe jetzt schon ganz, ganz viele Nahrungsmittel genannt, die eben bei einer Schluckstörung wirklich gar nicht förderlich sind. Und die sollte man dann auch, wenn geht, möglichst wenig verzehren. Auch hier ist es sehr individuell. Sobald man merkt, dass man eine Schluckstörung hat, heißt das nicht automatisch, dass ich auf all diese Lebensmittel jetzt verzichten muss. Das muss man einfach auch ein Stück weit ausprobieren. Was geht noch, was geht nicht. Wenn ich aber eine fortgeschrittene Schluckstörung habe, dann sollte eben auf spezielle Lebensmittel verzichtet werden. Wir haben aber trotzdem auch die Konsistenz von Flüssigkeit, die auch bei der Schluckstörung eben eine Rolle spielt. Flüssigkeit ist wichtig. Wir sollten mindestens 1,5 bis 2 Liter trinken. Normalerweise muss ich immer aufpassen. Normalerweise würde ich jetzt sagen Wasser trinken, aber in dem Fall nicht. In dem Fall darf es gerne kalorienreiche Flüssigkeit sein. Aber auch die Konsistenz der Getränke, die sollte nicht ganz außer Acht gelassen werden, weil manchmal ist es doch so, dass man sich an dünnflüssigen Sachen eher verschlucken kann. Die können eher eingeatmet werden. Und dazu zählt zum Beispiel Mineralwasser, bestimmte Säfte, aber auch alles, was eben wie zum Beispiel Tee oder Limos, ja, ganz dünn ist. Wir haben nektarartige Getränke, die sind dann ein bisschen fester von der Konsistenz oder einfach ein bisschen dicker. Das wäre zum Beispiel Aprikosensaft, Pfirsich
Apfelsaft oder Bananennektar. Diese sind schon eher etwas freundlicher zum Runterschlucken und ganz cremig, während Trinkjoghurts, Buttermilch, die vielleicht mit einer Banane püriert werden, oder auch Smoothies. Auch Smoothies sind eine tolle, frische, ja, Alternative, wenn man eine Schluckstörung hat, um einfach auch nochmal gute Vitamine und Mineralstoffe zu sich zu nehmen, aber auch eben viele Kalorien durch den Fruchtzucker. Es kommt nicht selten vor, dass sich Patienten häufiger eben an dünnflüssigen Getränken verschlucken. Hier gibt es die Möglichkeit, diese anzudecken. Es gibt spezielle Pulver, eben auch von diesen Firmen, die diese hochkalorische Trinknahrung anbietet. Die bieten meistens auch ein Andeckungspulver an. Hier ist leider nur die Schwierigkeit, dass man es nicht auf Rezept ausstellen kann. Also das muss man sich dann selber in der Apotheke besorgen. Aber diese Pulver sind meistens nicht so teuer und man braucht auch nicht so viel davon. Das müsste man einfach ausprobieren. Es gibt auch Proben, man kann sich da auch erstmal gerne eine Probe zuschicken lassen, um auch zu gucken, ist das überhaupt was für mich? Weil es macht keinen Sinn, sich gleich die 500 Gramm Dose zu kaufen, wenn es vielleicht auch gar nicht akzeptiert wird. Weil vielleicht schmeckt der betroffenen Person halt kein Kaffee, der cremig ist wie Bananenmilch. Ja, was eben auch ein Stück weit was mit der Gewohnheit zu tun hat. Aber auch einfach nochmal im Hinterkopf behalten, dass es eben auch bei den Getränken etwas schwierig sein kann, wenn man eben auch eine Schluckstörung hat. Dass man da auch guckt, Schluck für Schluck trinken, nicht alles auf einmal. Meistens ist es auch aus Flaschen ein bisschen schwieriger, aber auch hier gibt es Hilfsmittel, die ich dann nach der Präsentation noch zeige. Das Andecken von Flüssigkeiten habe ich gerade schon angesprochen. Die Nahrungsaufnahme sollte in kleinen Mengen passieren, Teelöffel oder Esslöffelweise, und wirklich auch darauf achten, dass alles komplett runtergeschluckt wird. Oftmals ist es leider so, dass man relativ zügig isst und dass man dann gar nicht die Zeit hat, alles runterzuschlucken, und auch das fördert die Verschluckung. Also hier ganz wichtig, auch langsam, Stück für Stück wirklich dem Körper auch Zeit lassen, das runterschlucken zu können. Okay, falls man sich doch mal verschluckt, bietet sich an, einfach auch was zum Trinken in der Nähe zu haben, dass man es auch doch noch mal ein bisschen runterspülen kann. Was auch hilft, aber das sind auch so Tricks, die Logopäden auf jeden Fall weitergeben, wenn man das Kinn leicht zur Brust neigt beim Schlucken. Das ist auch etwas, was eben hilft, dass man sich nicht zu dolle verschluckt. Aber das sind lauter so praktische Tipps, die man dann in der Logopädie auch lernt. Die Konsistenz der Nahrung ist ganz arg wichtig, denn krümelige, trockene Sachen, die verschluckt man einfach ein bisschen schneller. Das kennt man auch, wenn man keine Schluckstörung hat. Wenn Sie einen trockenen Keks essen und dabei einatmen, dann muss man ganz schön husten. Und jemand, der mit dem Schlucken Probleme hat, hat dieses Problem einfach umso mehr. Deswegen da einfach schauen, dass es nicht zu krümelig, nicht zu trocken ist. Man kann es auch ein bisschen einweichen, um das ein bisschen angenehmer zu machen zum Schlucken. Wenn man aber merkt, dass verschiedene Konsistenzen in der Nahrung immer schwierig sind, dann sollte man auch schauen, dass man die homogene Masse bevorzugt. Das heißt, einfach alles gleich in der gleichen Struktur pürieren, dass es nicht mehr stückig ist. Und hier ist es wirklich wichtig, dass es nicht aussieht wie ein grauer, brauner Barz auf dem Teller, sondern dass man das hier wirklich auch schön anrichtet, damit es auch noch Lust macht und Appetit macht. Es gibt auch schöne Formen, die man kaufen kann, wo man zum Beispiel Karotten püriert und die dort einfriert in der Form. Es ist wie eine Eiswürfelform, nur größer. Und wenn man es dann rausdrückt im gefrorenen Zustand, sieht es aus wie Karotten, oder bei Erbsen geht es auch. Also die geben so ein bisschen Struktur. Und das finde ich eigentlich immer eine ganz schöne Möglichkeit, das Essen auch nett aussehen zu lassen. Oder man kann dann das Fleisch, wenn man es püriert hat, auch in die Form eines Stücks Fleisch so einfach auch bringen. Sollten dann nur keine Klumpen mehr enthalten sein, weil alles, was ein bisschen anders ist von der Struktur, von der Konsistenz, bedingt eben auch dieses Verschlucken.
Jetzt zur Lebensmittelauswahl. Gut geeignet sind, wie gesagt, homogene Massen, die komplett püriert sind ohne Stücke, wenn die Schluckstörung weit fortgeschritten ist. Zum Beispiel auch Cremesuppen oder Milchshakes. Schwierig sind alle Sachen, die so verschiedene Konsistenzen haben, wie zum Beispiel Nudelsuppen. Nudelsuppen oder Flädelsuppen, das sind so die Lebensmittel, wo man wirklich ganz, ganz deutlich merkt, dass das Schlucken nicht mehr so gut funktioniert. Bei Brot und Backwaren auch hier zum Beispiel Vollkorn, wirklich mit vollen Körnern, schwierig. Wir haben einfach zu grobe Teile im Lebensmittel. Aber es gibt auch fein vermahlenes Vollkornbrot zum Beispiel, was wiederum dann gut funktioniert. Oder eben auch Rührkuchen, Weißbrot, Mischbrot. Käsekuchen gibt es ja auch Rezepte ohne Boden, sodass man den Mürbeteigboden weglässt. Und dann hat man auch eine homogene Masse. Bei Kartoffeln ist es ähnlich. Hier, die Kartoffel ist einfach da, das Top-Lebensmittel, was man toll, also nicht pürieren, lieber nicht. Das gibt eine klebrige Konsistenz, das drückt man lieber durch. Aber man kann schön Kartoffelpüree machen oder man kann aus dem Püree dann wieder andere Dinge machen, wie Herzogin-Kartoffeln oder anderes, Kartoffelknödel, um hier einfach auch eine feine Struktur zu schaffen oder eben auch schön mit der Gabel zerdrücken. Und schmeckt wunderbar. Man kann hier immer verschiedene Gewürze auch verwenden, sodass es dann jedes Mal auch ein bisschen anders schmeckt. Ein bisschen mediterrane oder Paprikapulver mit dazu, je nach Geschmack. Was natürlich schwierig ist, ist Reis. Reis lässt sich auch nicht wirklich gut pürieren. Also das ist tatsächlich ein Lebensmittel, wo es dann keine gute Alternative für gibt. Auch Müsli eben ist schwierig dann zum Schlucken und sollte hier eher vermieden werden. Was dann wiederum geht, wären Schmelzflocken, die sich eben auflösen in Flüssigkeit. Auch bei Obst sind eben die meisten Obstsorten, die roh sind, irgendwann ab einem gewissen Grad etwas schwierig, außer die Banane oder die Melone. Auch hier sollte einfach geschaut werden, je nachdem, was eben geht, dass man bestimmte Sachen eben weglässt. Gerade die ganzen Beeren sind halt auch schwierig, weil sie klein sind, weil sie schnell mal eingeatmet werden können. Und Nüsse auch ein Lebensmittel, wo man wirklich mit Vorsicht dann auch zu sich nehmen sollte. Wer wirklich unter einer ausgeprägten Schluckstörung leidet, sollte auch hier nochmal beachten, dass man, wenn man Beeren püriert, die Kerne auch wirklich nochmal entfernt oder trennt mit einem Sieb. Aber es gibt mittlerweile wirklich sehr, sehr gute Mixer, die auch hier fast alles klein machen. Beim Gemüse ist es ähnlich. Rohes Gemüse, vor allem Salat, wird ab einem gewissen Punkt sehr schwierig. Man kann aber auch ganz leckere gekochte Gemüsesalate machen, aus einem Blumenkohl zum Beispiel. Wichtig ist nur, wenn Sie Gemüse kochen, sollte es wirklich weich sein. Also auch hier ist es wieder so ein bisschen in die andere Richtung. Normalerweise sagt man ja, kochen Sie Gemüse nur leicht dünsten, sodass es noch knackig ist. Bei der Schluckstörung ist das anders. Das sollte wirklich weich gekocht werden. Bei Milch- und Milchprodukten eben auch auf krümelige oder stückige Konsistenzen verzichten. Bei Käse ist es ähnlich. Alles, was grobe Anteile enthalten hat, wie zum Beispiel Bockshornklee, Nüsse oder Pfefferkörner, auch hier vorsichtig sein. Was sich anbietet, ist Streichkäse, Weichkäse, Schmelzkäse, einfach alles, was eine feine Textur hat. Und bei der Wurst ganz, ganz, ganz ähnlich. Eben da sind die ganzen Streichwürste einfach sehr gut, haben auch meistens einen hohen Fettanteil, was wiederum auch viele Kalorien hat. Ja, bei den Süßwaren ist es auch hier wieder gucken, dass es eben nicht zu stückig ist, dass man hier auch schaut, dass es eine glatte Textur hat, wie zum Beispiel Sahnepudding, Mousse-Schokolade, Eiscreme, natürlich ohne Stücke. Und alles, was Nüsse oder Karamellstückchen oder so Crispies, Cracker enthält, da einfach auch vorsichtig sein. Upsala, jetzt bin ich zu weit. Ja, Getränke, wir haben Wasser, Tee, Saft, Buttermilch, Smoothie, je nach empfohlener Konsistenz. Auch hier bietet sich wirklich so eine Schluckuntersuchung an, weil hier wird dann nämlich ganz klar klassifiziert, was geht nicht. Ja, man kann wirklich sehen, welche Textur, welche Konsistenz dann ja, problematisch wird.
Ja, kommen wir zu Hilfsmittel. Hilfsmittel zur Genau, ganz kurz erst noch Nahrungsaufnahme. die zwei Fragen machen zu dem Thema. Genau, und was trinken wir? Auch sehr gut, genau. Sie hatten eben das Thema Andicken vorgestellt und dazu eine Frage von Carmen, die fragt, haben Sie Erfahrung mit Agar-Agar zum Andicken? Also es ist ein Andickungsmittel, wenn man es möchte, wenn man es, also es ist geschmacklich eigentlich relativ neutral, wenn es akzeptiert wird, spricht nichts dagegen. Okay, wunderbar, sehr schön. Und jetzt passend zu den ganzen Lebensmitteln und Konsistenzen, gibt es einen Tipp von Herrn Lange, der heißt, bei Brot hilft Streichfett auf beiden Seiten aufzutragen. Das kann ich jetzt auch, okay, neu für mich, aber klingt gut, ja, klingt Klingt super. plausibel. Ja. Ja. Danke für den Tipp. Der kommt Lerne ich auch gerade. noch was, ist super. Das war's schon zu dem Kapitel erstmal. Ja, es gibt auch tatsächlich Brot, das habe ich jetzt selber erst kennengelernt. Das ist ganz spannend, dass man nimmt ein normales Brot, das kann man mixen mit etwas Flüssigkeit, dann gibt man ein spezielles Pulver dazu. Fügt das Ganze wieder in eine Brotkastenform und backt es dann im Ofen. Und das ist so ein Dysphagiebrot, also so ein Brot für Schluckstörungen. Und habe ich auch neu kennengelernt, finde ich super, weil das meiste Brot, was man kaufen kann, das schmeckt nicht so toll. Und umso schöner ist, wenn man dann noch das Brot vom Bäcker um die Ecke sich so zubereiten kann, dass man es auch noch mit der Schluckstörung isst oder essen kann und man hat den gleichen Geschmack. Oder Wunderbar. wenn man gerne selber früher gebacken hat, kann man hier auch dann Brotgewürz hinzufügen. Ja, finde ich eine ganz, ganz, ganz tolle Sache. Kann man auch toll einfrieren und dann auch auftauen. Habe ich auch erst kennengelernt. Aha, super, okay. Ja. Dann Hilfsmittel. Ja, die Hilfsmittel zur Nahrungsaufnahme. Ein kleines Kapitel. Es Hilfen, die einfach auch die Nahrungsaufnahme ein Stück weit erleichtern. Ich habe ein paar davon auch gleich noch dabei, die ich in die Kamera halten kann. Bestimmte Trinkbecher, die eben auch besser gehalten werden können, die eine größere Aussparung haben. Toll finde ich auch, kriegt man gerade in den meisten Drogeriegeschäften so Trinkbecher mit, sie sehen aus wie ein Wegglas mit einem Deckel oben und einem Trinkhalm in verschiedenen bunten Farben, ganz beliebt für Kindergeburtstage. Sowas zum Beispiel ist auch super, weil man kann es halten, ohne dass man es großartig verschüttet, weil es eben oben zugeschlossen ist, weil es zugedreht werden kann. Zudem kann im Sommer auch kein lästiges Tierchen noch reinkrabbeln, was man dann vielleicht auch verschlucken kann im blödsten Falle. Im Allgemeinen kann man tatsächlich auch öfter mal in die Kleinkinderabteilung schauen und gucken, was gibt es denn da für Hilfen? Weil man kriegt die meisten Dinge auch über das Sanitätshaus. Preislich ist es wahrscheinlich meistens doch ein Unterschied. Also gerade wenn es um so Trinkhilfen geht, da kann man auch wirklich mal nach Flaschen schauen mit einem Verschluss aus der Kinderabteilung. Da gibt es ja auch neutrale Dinge oder auch Löffel, wenn es eben durch Bewegungsschwierigkeiten manchmal problematisch wird, dass man sich verletzt an dem harten Löffel, gibt es auch hier weiche Silikonlöffel oder speziell gebogene Löffel, die einfach auch das Verletzungsrisiko herabsetzen. Und auch hier muss man nicht unbedingt speziell teure Löffel kaufen. Man kann auch mal gucken, was bietet denn eigentlich vielleicht der Drogeriemarkt um die Ecke, dass man da mal in die Kinderabteilung schaut und sich da auch vielleicht die ein oder andere Sache zulegen kann. Es gibt auch Teller mit einem Saugnapf, wo es dann eben auch wirklich gut befestigt ist am Tisch, dass der Teller nicht vom Tisch fallen kann oder mit einem etwas höheren Rand, ja, dass man auch noch selber schneiden kann, ohne dass sich jetzt das Essen vom Teller verabschiedet. Und auch diese ganzen, ja, Warmhalteteller gibt es dann auch im Sanitätshaus. Das gibt es natürlich nicht in der Drogerie. Es gibt auch speziell gebogenes Besteck oder Besteck, wo man mit der Hand so ein bisschen reinschlüpfen kann. Die haben so einen kleinen Sicherheitsgurt, dass man es nicht so festhalten muss, sondern das wird einfach quasi um die Hand geschnallt und man kann dann auch, wenn man mit der Hand Bewegungen hat, den Löffel gut halten, ohne dass man es verliert.
Was nicht unwichtig ist, ist natürlich auch die Medikamenteneinnahme. Gerade bei einer Schluckstörung kann das wirklich schwierig sein. Manche Tabletten können zerkleinert werden in einem Mörser und dann in Getränke eingerührt werden. Aber das gilt nicht für jedes Medikament. Das sollte man wirklich mit dem Arzt absprechen, was ist da geeignet, was nicht. Andere Tabletten können auch ein bisschen in Joghurt oder Apfelmus versteckt werden. Da gleitet es auch gut runter, weil so nur mit Flüssigkeit eine Tablette schlucken ist manchmal ein bisschen schwierig. Kommen wir zum letzten Thema. Möchten wir noch mal eine kurze Unterbrechung machen? Gibt es Fragen oder? Ich höre Sie nicht. Entschuldigung, ich war stumm. Dann geht's nicht. Eine Frage. Sie haben einen Löffel gerade angesprochen oder auch Essbesteck. Es gibt eine konkrete Frage. Haben Sie Erfahrung mit dem Drehmoor-Löffel? Fragt Herr Dr. Lange. War das der gemeinte? Ich kenne mich mit dem Produkt nicht aus. Ich kenne ihn, aber ich habe keine Erfahrung. Ah, okay. Nee. Es gibt noch einen Link dazu, den kann ich auch gerne wieder einstellen. Mir sagt es auch nichts. Und dann nochmal ein Tipp von der Carmen, die sagt, die Tellerrand-Erhöhung kann man auch gut mitnehmen. Ich denke, wenn man unterwegs ist, ist damit gemeint. Ah, okay. Schön, danke dafür. Und kostet 4 Euro, gleich mit Preisangabe. Riva, danke, Carmen. Super. Das ist wirklich überschaubar. Das ist erschwinglich. Genau, und ergänzt nochmal zum Drehmoor-Löffel. Also das andere, glaube ich, ist eine Internetseite. Alles klar, die nehme ich gerne, mache ich eine extra Seite, Herr Lange, danke für all die Tipps. Die nehme ich gerne mit separat noch eine Seite auf. Prima. Ja, gucken wir uns an. Ja, das ist auch das Schöne mit dem Zusammenarbeiten im Moment, weil viele Angehörige sind wahnsinnig erfinderisch, was Lösungen und Alternativen angeht, die ich auch noch nie gehört habe. Und ich bin da auch immer ganz arg dankbar für jeden Tipp und Input, den ich dann auch wieder weitergeben kann. Weil, wie gesagt, viele sind da wirklich sehr, sehr, sehr kreativ und kommen auf Ideen, wo ich noch nie gehört habe oder alleine gar nicht drauf gekommen wäre. Okay. Das war die Frage an der Stelle. Super. Kommen wir zum Magensonde, ein sehr heikles Thema, wo viele erstmal davor abschrecken. Die meisten Menschen verbinden mit Magensonde, oh wie schreck, ich darf nie wieder was essen. Das möchte ich vorweg erstmal wegnehmen, denn man darf auch mit der Magensonde zusätzlich noch etwas essen, wenn kein allzu hohes Verschluckrisiko da ist. Weil das ist die Angst von ganz, ganz vielen Angehörigen auch, weil eine Magensonde kommt meistens dann zum Einsatz, wenn der Betroffene vielleicht sich auch gar nicht mehr dazu äußern kann. Und viele Angehörige sagen dann, naja, gut, aber dann kann er ja gar nichts mehr essen und das ist doch eigentlich schade. Doch, man kann noch essen. Und das ist auch wichtig, wenn es geht, dass es weiterhin gemacht wird, weil Essen ist eine wahnsinnige Lebensqualität. Und auch da zeige ich nachher noch eine kleine, ein kleines Gerät, was da einfach auch nochmal unterstützend hilft. Die PEG, die percutane endoskopische Gastrostomie, also kurz die Sonde, die Magensonde, die wird meistens dann zum Einsatz gebracht, wenn die Gewichtsabnahme einfach nicht mehr aufzuhalten ist. Also wenn wir über hochkalorische Zusatznahrung, über hochkalorische Lebensmittelauswahl trotzdem das Gewicht nicht stabil halten können oder wenn die Schluckstörung wirklich so ausgeprägt ist, dass eine Nahrungsaufnahme ganz arg schwierig ist und dass die Gefahr ist, wirklich auch sich ständig zu verschlucken und da an Lungenentzündungen zu erkranken, so hoch ist, dann rät man einfach ab einem gewissen Punkt zu einer PEG. Wir haben verschiedene Vorteile. Der eine Vorteil ist zum Beispiel, man hat diese ständige Gefahr nicht mehr, sich zu verschlucken, weil viele Angehörige kennen das dann vielleicht auch, die Nahrungsaufnahme mit den Betroffenen ist dann vielleicht auch jedes Mal ein bisschen stressig, weil man Angst hat, oh je, hoffentlich verschluckt man sich nicht gleich wieder. Und was mache ich, wenn doch? Also allein das bringt schon ein riesengroßes Stresspotenzial mit zu der Nahrungsaufnahme, was dann eben auch mit so einer Sonde ein bisschen entzerrt wird.
Die Medikamente können meistens auch über die PEG gegeben werden. Ja, auch hier entscheidet aber der Arzt, welches dafür geeignet ist und welches nicht. Und wir haben die Möglichkeit, das Gewicht einfach stabil zu halten, ohne ständig essen zu müssen. Duschen und Baden ist auch möglich. Man merkt diese PEG eigentlich nicht allzu sehr. Man kann sie auch gut unter den Klamotten verstecken. Und es sind einfach alle essentiellen Vitamine, Nährstoffe und ausreichende Kalorien vorhanden. Auch bei der Sondennahrung, es gibt eine normalkalorische Sondennahrung und eine hochkalorische Sondennahrung. Also auch hier nochmal drauf achten, wenn Sie jemanden mit einer Sonde betreuen. Meistens ist es so, dass bei der Umstellung, wenn man die Sonde legt, erstmal mit der normkalorischen Kost angefangen wird, um den Verdauungstrakt da auch ein bisschen zu entlasten. Kommt nicht selten vor, dass man auch mit der normkalorischen Kost so nach Hause geschickt wird. Aber hier sollte man dann darauf achten, dass man irgendwann auf die hochkalorische Kost umstellt, weil sonst haben wir zwar die PEG, aber immer noch zu wenig Kalorien. Ja, das ist in dem Fall nicht ganz so sinnvoll. Manchmal wird es leider auch vergessen, wenn man Patienten dann nach Hause schickt, dass man die Kost nicht umstellt. Die Sonde ist relativ flexibel, sodass der Schlauch auch nicht stört. Und wie gesagt, man kann sie gut unter der Kleidung verstecken. Man sieht sie nicht die ganze Zeit. Es gibt viele Vorteile der Magensonde, aber natürlich auch ein paar Nachteile. Deswegen sollte darüber auch gesprochen sein oder gesprochen werden. Die Magensonde kann eben auch als Fremdkörper wahrgenommen werden. Und das kann für viele sehr störend sein, dass man es eben nicht so gut akzeptiert. Wichtig ist ein hygienisches Arbeiten und auch, dass die Stelle am Bauch regelmäßig versorgt und gepflegt wird, dass hier sich einfach keine Entzündungen, keine Infektionen breit machen können, weil das erschwert natürlich dann vieles um ein Vielfaches. Das sollte wirklich sauber gearbeitet werden. Wenn man jetzt sehr, sehr, sehr überbeweglich ist, dann kann es natürlich auch passieren, dass man sich den Schlauch aus dem Bauch rausreißt. Und das sollte wirklich dann auch gut fixiert werden, dass das eben nicht passiert. Und eine regelmäßige Kontrolle ist hier einfach sehr wichtig, dass man das immer im Auge behält. Viele Angehörige haben auch ein bisschen Angst mit dem Umgang. Ja, wenn jetzt eben so eine PEG neu gelegt wird, kommt es nicht selten vor, dass Angehörige damit überfordert sind. Aber ganz wichtig ist, dass sie wissen, dass sie im Krankenhaus gut unterstützt sind, also dass ihnen das alles gezeigt wird. Und ihr Sanitätshaus vor Ort hat auch nochmal speziell gelernte Kräfte, die sie dabei unterstützen. Sie können da jederzeit anrufen, wenn sie sich unsicher sind mit der PEG, ob was nicht stimmt. Die betreuen sie da auch und es gibt dann auch einen von vielen Firmen, die diese Sondennahrung herstellt, ein Home and Care Service, die kümmern sich dann darum, dass die entsprechende Menge der Sondennahrung eben immer vor Ort ist, dass das alles gut gepflegt wird, dass das alles gut sitzt, dass man Teile vielleicht eventuell, Verschleißteile mal austauscht. Also wichtig ist mir immer, dass Sie wissen, dass Sie mit so einer Sonde nicht alleingelassen werden. Also die wird nicht gelegt und dann gehen Sie nach Hause und dann sind Sie auf sich allein gestellt. Sie werden dabei betreut. Da gibt es viele Einrichtungen, die Sie dabei einfach auch unterstützen, was auch nochmal eine große Angst nimmt eben, weil natürlich, wenn man jetzt keine medizinische Ausbildung hat, dann kann sowas schon sehr abschreckend sein, wenn man merkt, oh je, jetzt hat sich so ein bisschen entzündet, es ist ein bisschen rot, ist es noch normal, ist es schon gefährlich, dass sie da einfach ein bisschen unterstützt werden. Was sind häufig gestellte Fragen? Was ist Sondennahrung? Also Sondennahrung ist eben auch eine in dem Fall eine hochkalorische Nahrung. Man kann aber auch via Spritze die Nahrung in den Schlauch quasi geben. Das würde auch gehen, auch Getränke oder Flüssigkeit. Aber man muss hier auch schauen,
was für Flüssigkeit es ist. Kaffee oder Tee sollte da nicht gegeben werden. Aber auch das sind alles solche Punkte, die, wenn Sie sich dann für eine PEC entscheiden sollten, wirklich auch nochmal im Krankenhaus mit Ihnen besprochen werden müssen. Was passiert, wenn ich die PEC habe? Wie gesagt, Sie werden weiterhin betreut. Die Krankenkasse übernimmt natürlich die Kosten, aber das habe ich jetzt vielleicht auch ein bisschen falsch formuliert. Das gehört eher zu der Ernährungsberatung. Sollten Sie eine Ernährungsberatung benötigen? Jetzt weiß ich nicht, wie das in anderen Zentren ist, ob es da auch jeweils immer eine Ernährungsberatung gibt. Nein, Frau Winkelmann schüttelt mit dem Kopf. Sie haben das Anrecht auf eine Ernährungsberatung. Der Arzt stellt hier im Regelfall eine Überweisung oder man bekommt meistens auch schon von den ortsansässigen Ernährungsberatern eine ärztliche Notwendigkeitsbescheinigung. Diese können Sie vom Hausarzt ausstellen lassen. Das reichen Sie bei der Krankenkasse ein und hier werden die meisten Kosten bis zu 80% übernommen. Das variiert nochmal von Krankenkasse zu Krankenkasse, leider auch von Bundesland zu Bundesland. Aber bei notwendig oder bei der medizinischen Notwendigkeit, was in dem Fall gegeben ist, dürfen Sie eine Ernährungsberatung in Anspruch nehmen. Viele Krankenkassen bieten das teilweise auch selbst an. Wichtig ist nur, wenn Sie sich schlau machen möchten, nach einer Ernährungsberatung. Das Erste, was man reintippt, ist Ernährungsberatung München oder Stuttgart, je nachdem, wo Sie sind. Für Sie nur als Info, Ernährungsberater ist keine geschützte Berufsbezeichnung. Hier bitte achten Sie darauf, dass es eine Diätassistentin ist, eine Ökotrophologin oder eine Ernährungswissenschaftlerin. Nur diese Berufe haben ein fundiertes Fachwissen. Ich selber benutze auch oft den Begriff Ernährungsberater, weil er einfach ein bisschen ja, verständlicher ist. Aber wenn Sie wirklich eine Beratung in Anspruch nehmen wollen, schauen Sie, dass es dann auch wirklich eine Ausbildung ist mit fundiertem Fachwissen. Denn der Ernährungsberater, den kann man auch in einem kleinen Crashkurs machen. Und diese werden nicht von Krankenkassen finanziert. Also die Krankenkasse achtet auch wirklich darauf, dass es dann eine qualifizierte Beratung ist. Ja, so viel dazu. Ich bedanke mich natürlich ganz, ganz herzlich für die rege Teilnahme und natürlich stehe ich für weitere Fragen auch gerne zur Verfügung. Also Sie dürfen mir einfach auf meine E-Mail-Adresse Ihre Fragen senden, dürfen mir auch gerne Ihre Telefonnummer hinterlassen, wenn es doch ein längeres Gespräch sein sollte. Ich rufe dann gern zurück. Wunderbar, ganz herzlichen Dank für den Vortrag bis hierhin, Frau Ruschitzke. Lassen Sie noch nicht los, soweit ist es noch nicht. Okay. Ich mag noch was zeigen. Wenn Sie erstmal den Bildschirm stoppen, dann würde ich erst noch das Zeigen machen und dann gehen wir zu den Fragen über. So, jetzt sieht man Sie, sehen Sie mich? Genau, wunderbar, genau. Also, ich fange mal an mit den hochkalorischen Trinknahrungen. Das ist jetzt natürlich, ich habe die Marken jetzt nicht abgeklebt. Ich werde dafür auch nicht bezahlt, das muss man ja mittlerweile alles ganz genau sagen. Ich habe jetzt hier zum Beispiel, es wird spiegelverkehrt sein, das ist jetzt eine große Flasche, das ist eine kleine Flasche, zum Beispiel von der Firma Nutrizia. Hier haben wir einmal Geschmack Vanille, hier haben wir einmal Geschmack Cappuccino. Für viele ist es nicht ganz einfach, so eine große Flasche am Stück zu trinken. Hier gibt es auch kleine Varianten. Beide haben 300 Kalorien und somit gibt es auch für die Personen, die sich schwer tun, die großen Mengen zu trinken, einfach auch eine kleinere Flasche. Dann gibt es nochmal von der Firma HIP auch hochkalorische Trinknahrung. Man sieht es 1,5 Kalorien pro Milliliter. Ups. So, ja, genau. Und die haben eben auch ganz leckere, pikante Suppen, wie zum Beispiel Huhnkarotte oder Karotte-Fenchel, die man dann eben auch nochmal geschmacklich ein bisschen aufwerten kann. Wer es ein bisschen unauffälliger möchte, es gibt auch so Shakes, die man anrühren kann. Das ist jetzt Geschmacksrichtung Banane. Die kann man ganz einfach in so Mixbecher, wie zum Beispiel nach dem Sport, reingeben, mit Milch oder Wasser anmischen und dann schütteln, sodass es aussieht wie ein Sportgetränk, wenn man jetzt nicht damit unbedingt vielleicht in der U-Bahn hocken möchte. Dann gibt es das hochkalorische Pulver. Da habe ich jetzt nur so kleine Probebeutelchen, aber das kann man dann eben auch ganz einfach in Lebensmittel reinrühren.
Was sich auch anbietet bei einer Schluckstörung, es gibt ganz tolle Rezeptbücher. Die können Sie auch einfach mal im Buchladen oder im Internet nachschauen. Bei uns in Ulm liegen immer mal wieder Ansichtsexemplare im Wartezimmer, wo man dann auch Kopien machen kann, wo man sich inspirieren lassen kann. Das wäre jetzt zum Beispiel eins davon, geschmeidige Kost, wo einfach auch nochmal die ganze Thematik erklärt wird mit einer Pack. Es werden Vorspeisen gezeigt und ja, Kartoffelpüree in dreierlei Farben, ja, wie man es auch einfach schön anrichten kann. Also wer da Inspirationen möchte, da eignen sich wirklich viele, viele Kochbücher, ganz toll, aber auch viele Anbieter von so hochkalorischen Trinknahrungen haben Rezepthefte, wie sie mit diesen Drinks auch backen und kochen können. Also da gibt es schon Rezepte für quasi, die sie dann einfach nur nachkochen oder nachbacken können. Zur Trinkhilfe habe ich hier jetzt zum Beispiel drei Sachen mitgebracht. Das wäre hier jetzt zum Beispiel ein Becher, der einfach zwei Henkel hat an der Seite, die man gut festheben kann, so dass man das nicht so schnell verliert und dass das Trinken einfach ein bisschen vereinfacht wird. Hier gibt es einen Becher mit einem kleinen Schnabel, dass eben auch nichts geschüttet werden kann, dass auch nicht zu viel Flüssigkeit auf einmal in den Mund gelangt. Das ist so das Problem beim Flaschentrinken, wenn man aus der Flasche trinkt, dass doch dann relativ viel Flüssigkeit verschluckt werden kann. Und hier gibt es zum Beispiel einen Becher, der hat hier so eine kleine Aussparung für die Nase. Das erleichtert das Trinken auch nochmal ungemein. Genau, und dann habe ich Ihnen noch was Kleines mitgebracht. Jetzt muss ich mal schauen, wie wir das am besten machen. Und zwar ist das für Menschen, die eigentlich wirklich nichts mehr schlucken sollten, weil die Gefahr vom Verschlucken und von der Lungenentzündung zu groß ist. Da gibt es meistens in den Kliniken so Zitronenstäbchen, wo man den Mund ein bisschen befeuchten kann. Aber wer die ständig im Mund hat, das ist meistens auch nicht so ganz angenehm, wird auch von vielen Patienten nicht so gut toleriert. Da gibt es ein witziges Gerät, das zeige ich Ihnen mal. Müssen wir nur die Kameraeinstellung ein bisschen verändern. Jetzt gucken wir mal. So, ja, Sie sehen jetzt alle das Glas, hoffe ich. Und hier kommt jetzt ein kleines Pulver rein. Das besteht aus Maltodextrin und Sojalecithin. Also nichts Aufregendes. Nur Personen mit einer Sojaallergie nicht machen. Ich zeige Ihnen jetzt gleich, was passiert. So, ich gebe das Pulver hier rein und rühre das einmal um. Das ist auch geschmacksneutral, das Pulver. Also es schmeckt nach nichts. Dann habe ich hier eine kleine Pumpe. Das ist ja im Prinzip nichts anderes wie eine kleine Aquariumpumpe. Ein Schlauch und eine Pipette. Und hier oben, das sieht man jetzt schlecht in der Kamera, sind kleine Löcher. Und damit wird jetzt in die Flüssigkeit Luft reingeblubbert. Ich mache das jetzt einfach mal. Und Sie sehen jetzt schon, wie sich hier relativ viel Schaum bildet. Und das Schöne ist, der Schaum ist eine Zeit lang stabil. Und das kann man mit fast allen Sachen machen, außer mit milchigen Sachen. So. Und jetzt kann man diesen Schaum löffeln. Ups, ich halte es mal so in die Kamera. Und man muss es nicht schlucken. Es verpufft einfach. Aber Sie haben trotzdem den gleichen Geschmack im Mund. Finde ich eine ganz tolle Variante, wenn man zum Beispiel gerne abends mal ein Gläschen Wein getrunken hat, einfach so aus Genuss, dann kann man mit diesem Gerät einen kleinen Schaum herstellen, der dann einfach auch so schmeckt. Und man verschluckt sich nicht daran. Und für viele Patienten ist es tatsächlich auch wirklich ein ganz, ganz tolles Gefühl, diesen Geschmack wieder im Mund zu haben. Weil man muss sich das auch wirklich mal vorstellen, dass man eigentlich, wenn man nichts mehr essen darf oder nichts mehr schlucken darf, auch nichts mehr schmeckt. Also von dem her ist so ein Schaum eigentlich
wirklich eine tolle Alternative. Es geht auch ganz gut mit Mondwasser. Ja, also wenn man auch gerade einen komischen Geschmack dann im Mund hat, kann man dann einfach so einen Löffel von diesem Mundwasserschaum nehmen und wie gesagt, es verpufft. Es bildet sich keine Flüssigkeit im Mund. Es verpufft einfach. Und man kann es dann eine Weile so stehen lassen und wenn sich der Schaum abgesetzt hat, dann kann man es einfach wieder neu reinstecken und wieder neu aufblubbern lassen. Also wir haben das ganz gerne im Klinikbereich eben für unsere Patienten. Ist natürlich noch eine Kostenfrage. Ich glaube, so dieses Starterpaket liegt bei 60 Euro, meine ich. Aber ja, um einfach ein bisschen Geschmack wieder reinzubekommen, ist es eine tolle Sache. Unsere Patienten freuen sich wahnsinnig. Ich weiß, dass es neulich erst Kaffeeschaum gab und das war die Attraktion schlechthin. Genau, das wollte ich Ihnen noch zeigen. So, jetzt stehe ich wieder für Ihre Fragen. Wunderbar, ganz, ganz herzlichen Dank für diese ganzen Anschauungsobjekte, die Sie da uns gezeigt haben, für die tollen Tipps. Ich kriege schon die ersten positiven Rückmeldungen. Aber der Reihe nach, genau. Wir hatten jetzt ganz viel zum Thema Hilfsmittel. Dazu zunächst die Frage von Jeanette. Was gibt es auf Rezept und was zahlt man selbst? Da bin ich tatsächlich ein bisschen überfragt. Also bei den Hilfsmitteln, wenn Sie jetzt so Becher und so Tassen oder Teller meinen, bin ich überfragt. Das weiß ich nicht, kann ich aber herausfinden, weil ich verschreibe diese Dinge meistens nicht. Deswegen kann ich nicht sagen, was die Krankenkasse da durchwinkt und was nicht. Ich denke, da ist es auch immer abhängig von der Krankenkasse, so wie mit vielen Dingen eben auch. Aber gerne einfach nochmal per E-Mail schreiben. Ich werde mich dann darum kümmern und vielleicht auch mal so eine Auflistung machen, die Sie dann auch online stellen können. Was ist denn tatsächlich? Das wäre toll, gerne. Genau, machen wir. Ich kriege auch bei Herr Perting unserer Geschäftsberatungsstelle was dazu weiß. Vielleicht kann man das auch ergänzen. Das wäre eine tolle Sache. Mhm. Und gute Frage. Danke schon, Nett. Herr Lange hat nochmal einen Link ergänzt zu dem Tremor-Löffel. Die mache ich dann alle in die Unterlage. Das ist super. Dann geht es in Richtung mit der PEG. Da nehme ich zuerst die Frage aus dem Chat von Bernhard. Der fragt nämlich, sollte die PEG in der Patientenverfügung separat erwähnt werden, wenn man sonst keine lebensverlängernden Maßnahmen wünscht? Das ist jetzt eine rechtliche Frage. Ne? Da muss ich auch tatsächlich sagen, bin ich überfragt, aber ich denke ja. Also ich denke, dass man sie schon separat mit aufnehmen muss. Ich überlege auch, wir hatten ein Online-Seminar zum Thema genau Patientenverfügung, ob da was drin war. Und wir haben auch ich habe vielleicht dabei eine Unterlage zur Patientenverfügung und Magensonde. Mhm. Wenn es darin nicht beantwortet werden sollte, Bernhard, bitte die Frage nochmal an uns stellen. Dann recherchieren wir nochmal, wie wir es am besten, wie man es korrekt formuliert. Aber wir haben auch Formulierungshilfen für eine Patientenverfügung. Ich gehe davon aus, dass es drin, aber ich weiß es nicht auswendig. Aber das kriegen wir gelöst. Genau, weil der Lange sagt nämlich auch in Kombination dazu, PEG sollte in der Patientenverfügung geregelt werden, in den Fragen dann wiederum. Wir haben Bausteine dafür. Ich gehe davon aus, da ist was dabei. Mhm. Ich kann auch nochmal separat nachgucken. Ich habe gleich die Links dabei. Dann ab jetzt kommen. Moment, kann man noch fragen? Ah ja, genau. Von Carmen gibt es nochmal den Hinweis: Hilfsmittel, da sollte man in den Hilfsmittelkatalog schauen, ganz genau. Und da kennt sich auch der Jürgen Pertek mit aus. Bereiten wir auf, können wir mal als FAQ aufbereiten, finde ich eine tolle Sache. Auch gerade bei den vielen Tipps, die für heute dazu gekommen sind. Man kann noch weiter wachsen. Ja. Tolle Sache, genau, sehr gerne. Nochmal Kostenübernahme, ein Hinweis von Herrn Lange, bei allen Anträgen zur Kostenübernahme gilt bei der gesetzlichen Krankenversicherung, was nach 3 Wochen nicht schriftlich abgelehnt worden ist, ist automatisch bewilligt. Da bin ich mir jetzt nicht sicher, da habe ich vor ein paar Wochen eine Änderung gehört. Mhm. Also es gab dieses, richtig genau, wer nicht ablehnt, hat zugesagt, das hat sich mal geändert, Herr Lange. Das gucke ich im Nachgang nochmal an, da finden wir eine Antwort zu. Okay. So, dann bin ich meines Wissens mit den Fragen durch, wenn ich keinen übersehen habe. Also jetzt gibt es nur noch großes Lob, große Klasse, sagt Herr Lange, kam, sagt guter Vortrag, sehr gut zusammengefasst. Nochmal herzlichen Dank in Ergänzung. Dann vielen Dank für die wertvollen Informationen und Tipps, sagt Maria, und dank mir für die Organisation. Wo hat sie schon verabschiedet? Ach so, ist schon weg. Okay, danke trotzdem, Maria, dass Sie dabei waren heute.
genialer Tipp. Ich glaube, das kam von Herrn Lange an der Stelle, dass sie dieses Blubbergerät gezeigt haben. Ja. Das sollten wir auch aufnehmen in die Liste der wertvollen Hilfsmitteltipps. Ich werde, also es gibt da von dieser Firma, ist eben Biosun heißt die Firma, von der ist auch dieses Brot, von dem ich erzählt habe. Und es gibt hier auch nochmal andere Möglichkeiten, verrückteste Nahrungsmittelschäume herzustellen, ohne dass man sich daran verschluckt. Ich habe ja schon mal so einen Stand gesehen, das ist ein toll, wenn man wirklich, unterwegs ja unser 50 Jahre plus Symposium machen, wäre es auch ein toller Stand, die mal Biosun einzuladen. Ja. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Genau. Ah, Herr Lange sagt, bei ärztlich bestätigter Notwendigkeit muss die Krankenkasse die Kosten übernehmen. Okay, da kommen wir bei Herrn Lange auf Sie zu mit dem Thema, ganz Thema Hilfsmittel, was aufbereiten, zum Thema Kostenübernahme, dass da unseren Leuten nichts flöten geht, was ihnen zusteht. Ja. Genau, nochmal einen Dank für den interessanten Vortrag, toller Vortrag. Vielen Dank für die tollen Tipps. Tausend Dank an beide, hab viel gelernt. Alle Fragen sind ausreichend beantwortet. Ein schönes Wochenende, das wünschen wir Ihnen auch. Und dann, ach so, ja, ist ja bald Weihnachten, kommt noch ein Vorschlag von der KAM, da kann man Blubbergerät und andere Trinkhilfen ja auch verschenken. Ja, stimmt. Schöne Idee. Stimmt. Es gibt auch ganz, ganz, ganz tolle leckere Rezepte für ein Zimtparfait. Ui. Ja, das ist auch schluckstörungsfreundlich, kalorienreich, lecker und weihnachtlich. Ja, super. Bevor wir uns jetzt gleich verabschieden, ich habe noch zwei, drei letzte Seiten. Moment, ich klicke mal hier nochmal meinen Bildschirm an. Nee, das hier will ich zeigen. Also 16:30 hat trotzdem nicht ganz gereicht, aber das war so wertvoll heute. Von daher, ich habe nochmal, wir haben auf der Webseite Informationsblätter, die kann man runterladen. Und ich habe jetzt mal die rausgefunden. Es gibt was über Ernährung, Magensäure, Schluckstörung. Ich ergänze auch gleich, bevor ich die Unterlage rausschicke, nochmal die Patientenverfügung. Da habe ich auch was für. Und sie hatten eben auch Bücher, auch die Deutsche Huntington Hilfe hat Bücher. Bei uns heißt das Mümmelchen Kochbuch, hat auch viele tolle ihre Rezeptideen und Anregungen für Menschen mit Kau- und Schluckbeschwerden, Schluckproblemen. Und es ist, hab ich keine Seite für, aber es ist also, gerade frisch aus dem Druck, ist aktuell auf dem Weg von der Druckerei, vielleicht kann man das sehen, auf dem Weg von der Druckerei nach Duisburg in die Geschäftsstelle, wird dort Montag, Dienstag eintreffen. Wir bekommen aktuell eine neue Broschüre zum Thema Mundpflege, Mundhygiene. Das war ganz am Anfang mal Thema. Oh. Kann ich auch noch hier ergänzen, gibt es ab nächster Woche bei uns in der Geschäftsstelle zu beziehen. Ich erinnere mich nicht mehr genau, ich habe nicht mal keine Versprechung. Mitglieder, glaube ich, kriegen kostenlos. Aber wird ab nächster Woche bekannt gegeben. Genau, dann haben wir noch was anderes, da ist auch das Jahr Ernährung mit enthalten, unser Leitfaden für Huntington Familien, da gibt es auch ein Kapitel mit Ernährung und nochmal, aber die Fälle als DAH-Profis hier schon in der Runde, unsere Ansprechpartner, die Geschäftsberatungsstelle in Duisburg, die Landesarbeit stehen zur Verfügung, wir haben Kontakte für junge Leute und die Gruppentreffen, so sieht in Corona-Zeiten stattfinden, aber die Übersichten, die Ansprechpartner dazu finden Sie auf unserer Internetseite. Wir machen weiter Online-Angebote. Das nächste findet schon morgen statt. Alle, die heute dabei sind, haben den Link, der für heute und für morgen gilt. Morgen kommen dann aus dem Huntington-Zentrum Süd auf Kirchenfils die Frau Leithäuser und die Frau Klaase. Die Frau Leithäuser hat einiges mitgebracht an Tipps zur Pflegeeinstufung. Und bei der Frau Klaase geht es dann um Thema Versorgung, Pflege. Ein Stück weit. Sehr viele Tipps hat sie dabei. Genau. Also auch was die Kostenübernahme angeht, weiß die Frau Leithäuser da auch ganz, ganz toll. Sie bildet Bescheid. Sehr viel von den sozialmedizinischen Themen ab. Dann genau. Hilfsmittel noch mal was dazu sagen, Frau Glaser auch. Bestimmt. Kann ich mir auch gut vorstellen. Genau. Genau. Alle Unterlagen, die Aufzeichnung steht dann auf unserer Internetseite, das ist dort verlinkt. Wir machen Online-Treffen speziell für Angehörige und Partner, wer dabei sein möchte. Jeden ersten Freitag kann sich bei mir melden. Unsere jungen Menschen machen eigene Treffen und es gibt auch einen Podcast, aktuell mit einer ganz neuen Folge von der Alina, einer jungen Frau aus einer Huntington-Familie, die da aus ihrem Leben berichtet. Das war es jetzt wirklich. Damit sind wir mit den Inhalten durch. Jetzt kommt man aus dem Chat gekommen. Gibt es die Pressen dazu im Anschluss? Ja, die wird es geben, genau. Alles klar, gut. Also, dann ein Vorschlag ist nächstes Mal Thema Ergotherapie zu machen. Können wir auch gerne mal vorbereiten. Mal gucken, ob wir einen passenden Referenten finden. Hat mir sehr viel Spaß gemacht heute mit Ihnen, Frau Ruschitzka, und den vielen Fragen der Teilnehmer.
war auch sehr informativ für mich heute. Ich danke Ihnen recht herzlich, dass Sie sich die Zeit genommen haben für uns, für die tolle Aufbereitung der Informationen, für die Erklärungen und für die Beantwortung all der Fragen, die wir hatten. Ich wünsche Ihnen einen schönen Nachmittag, Ihnen allen auch in die Runde. Genießen Sie die Sonne. Genau, und bleiben Sie alle gesund. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.